Herzlich willkommen zu einem neuen Tech Talk, Folge 15, hier im sauheißen Ebersdorf. Und mit dabei der David sind aus dem kühlen München, bei uns hat es schön geregnet und abgekühlt. Und dem Georg aus dem, naja, es könnte kühler sein, Oberpfalz. Ja, so, wir sind wieder da nach unserer Sommerpause. Wir haben letztes Jahr ja auch irgendwie eine gemacht und haben sie nicht angekündigt. Diese Tradition haben wir fortgeführt und jetzt sind wir auf jeden Fall wieder da und wollen euch wieder mit Themen beglücken. Wir haben mal wieder so ein bisschen Drama von YouTube und wir haben aber auch interessante Themen, wie zum Beispiel die neuen E-Scooter in Deutschland. Das hat sich auch ein bisschen was getan hinsichtlich IT-Security. Es sind wieder so ein paar Sachen, auf die man achten sollte oder ja, die man beachten sollte, wenn man zum Beispiel in Urlaub fährt. Das wird auch noch ein Thema sein. Und auch Hitze, weil es halt eben in aller Munde ist. Und wenn N24 drüber berichtet oder Welt, dann sollten wir halt auch mal drüber reden, aber eben aus technischer Sicht, warum es denn sinnig ist, dass man bei den Temperaturen so ein bisschen drauf achtet und so ein paar Sachen einfach durchführt oder auch nicht durchführt. Gut, dann, was war denn so? Was ist denn so passiert? Da war ja die Geschichte mit dem YouTuber Rezo und da möchte ich eigentlich gar nicht mehr so groß drauf eingehen. Ihr habt es sicherlich mitgekriegt. Ich weiß nicht von euch, ihr habt das ja auch beide mitgekriegt, gehe ich mal davon aus. Ja, aber ich habe nicht das Video angeschaut tatsächlich. Oh, ja, okay. Also ich habe es mal angeguckt. David, hast du dir das Video angeguckt? Von Rezo selber. Ja, von Rezo selber, ja. Die Dreiviertelstunde oder so. Oder die 45 Minuten. Außerhalb von Bayern weiß man ja nicht, was Dreiviertelstunde heißt. Musste ich mal wieder feststellen. Ist einfach so. Nein, also für die Leute, die es nicht mitgekriegt haben, die unter einem Stein gelebt haben oder keine Ahnung, Rezo ist halt ein YouTuber, der eigentlich eher, naja, Musikvideos macht, ein bisschen Comedy, so ein bisschen Real-Life, Lifestyle, keine Ahnung, wie man den Content von ihm eigentlich so zusammenfasst. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe eigentlich wenig mit ihm zu tun gehabt, bis auf so ein paar Musikvideos bin ich halt mal drüber gestolpert vorher. Und ich habe natürlich auch mitgekriegt, dass er sich bei Artikel 13 engagiert hat. Also der hat ja mit Zollmecke zusammen ein paar Videos gemacht und hat auch bei den Demos ganz gute Reden gehalten und hat sich da engagiert. Ja, und ich meine, es war ja Europawahl und ich hoffe, ihr wart auch alle wählen. Ich denke mal, bei uns hier, jeder von uns hier war wählen, ich hoffe, sonst gibt es gleich Schläge hier. Hier wird die Kabelpeitsche ausgepackt. Genau, der Bannhammer geschwungen. und er hat halt einfach die Gelegenheit genutzt und hat gesagt, okay, ich gucke mir mal so an, was bietet denn die größte Partei hier, die größte Volkspartei in Deutschland, die CDU, was bietet denn die so an und was macht denn die so und kann man die wählen oder sollte man die vielleicht sogar wählen? Und ist halt zum Entschluss gekommen, oh Wunder der Nacht, nein, es ist gar keine Option, es ist auch, es ist eigentlich moralisch und es ist eigentlich, wenn man rational an die Sache rangeht, eigentlich unmöglich, dass Leute in unserem Alter hier mit einer freien Lebenseinstellung, mit einer offenen Lebenseinstellung und modern denkend, dass so jemand überhaupt die CDU, CSU überhaupt wählen kann. Hat es halt auch belegt mit Fakten, also nicht einfach nur, ja, ich denke mal, das wird so sein, sondern er hat sich wirklich Sachen angeguckt, hat sich Fakten, manche zugegebenerweise ein bisschen überspitzt, aber es sind alles seriöse Quellen, anders wie es dann der Paul Ziemniak von der CDU behauptet hat, ist ja auch einer der Jüngeren, in Anführungsstrichen, mit, ich glaube, 37 oder so, der hat ja dann am Anfang noch in einem Interview behauptet, ja, das sind ja alles nur, das sind ja alles, wie hat er es genannt, das sind ja keine richtigen Quellen, so nach dem Motto, also wenn man sich mal die richtigen Quellen angucken würde, oder wenn man sich die Quellen anguckt, dann weiß man Bescheid, das sind Pseudofakten oder wie er das genannt hat. Also total bescheuerte Rhetorik, also eigentlich völliger Humbug. Ja, und man muss eigentlich sagen, Rezo kann man relativ wenig vorwerfen aus meiner Sicht, weil er hat einfach mal sich die Arbeit gemacht, er hat kein Geld dafür bekommen, das hat er jetzt mehrfach betont und es gibt auch eigentlich keine Beweise, dass er dafür Geld bekommen hat und warum sollte er und keine Ahnung, er ist ja bisher auch politisch und sonst was bis auf mit Artikel 13 nicht in Erscheinung getreten, aber natürlich hat man ihn wieder vorgeworfen, man würde mit den Grünen zusammenarbeiten und so weiter, weil es halt auch um Umweltschutz ging, ja meine Güte, aber Umweltschutz ist halt aktuell in aller Munde und wenn man sich mal so anguckt, was die
Jugendlichen oder was die Leute unter 30 beschäftigt, dann ist halt Umweltschutz da mittlerweile ein großes Thema geworden, muss man halt mal so sehen. Und deswegen hat er das halt auch behandelt. Ja, und was halt dann losging, ist halt eigentlich total absurd. Also wir haben dieses YouTube-Video, das im Internet steht, und dann auf einmal fängt halt diese ganze CDU-Maschinerie loszulaufen, aber halt in 1000 verschiedene Richtungen. Ne? Und dann gibt's halt diese junge Hoffnung der CDU, den Philipp Amthor, der ja als... Wie soll man sagen? Also die CDU schiebt den immer so vor, so nach dem Motto, das ist unser junger Abgeordneter, der ist also zahlenmäßig ist er jung. Aber wenn man sich den mal anguckt, dann denkt man eher, das ist ein, was weiß ich, ein 80-Jähriger gefangen im Körper von einem 26-Jährigen. Der älteste 26-Jährige der Welt, ne? Also der läuft da irgendwie der läuft rum, erstens mal mit einem Outfit, das ist jetzt das Äußerliche, also ne, muss man auch unterscheiden, das Äußerliche ist halt wirklich von einem 80-Jährigen fast, wie er sich gibt, wenn er dann mal zivil unterwegs ist, also ansonsten siehst du ihn halt nur im Anzug, ist auch okay, klar, als Abgeordneter, okay, klar, aber wenn du ihm halt so mal, ich habe mir ein paar Dokus angeguckt und wenn er dann irgendwelche Regionalauftritte hat und dann da irgendwie rumläuft, dann denkst du wirklich, okay, also 80-Jährige, also mein Opa hätte sich ähnlich gekleidet. Und das ist halt schwierig, das ist jetzt das Äußerliche, aber auch seine Gedanken sind halt schon sehr konservativ, oh Wunder der Nacht, ist CDU, klar, aber ja, es ist auf gar keinen Fall jemand, der uns hier repräsentiert oder für ihr euch repräsentiert nee. Durch also Philipp Amthor. Nee. Einfach nein. Ja. Ja, und du hast ja schon was Richtiges gesagt. Schleimscheißer, weil er ist halt jemand, der hat schon diesen komplett, diese Rhetorik von einem Politiker, hat er schon komplett drauf. Der ist schon verdorben einfach. Ja. Und dann, nee, also einfach nicht. Man merkt halt, ich habe mir eine Doku angeguckt, ich glaube, das war vom Y-Kollektiv oder irgendwie sowas, wo sie den halt mal einen Tag lang begleitet haben. Und du merkst halt auch, wenn du ihn mal auf den Zahn fühlst, wenn du halt wirklich mal kritische Fragen stellst, du kriegst keine Antwort. Das ist genauso, da könntest du die Merkel fragen und die Merkel würde genau die gleiche Antwort geben oder eine ähnliche. Also der labert halt viel, aber im Endeffekt sagt er nichts. Also das ist eigentlich so die Königsdisziplin von dem Politiker, die beherrscht er schon komplett. Also das kriegt er auf jeden Fall schon mal gut hin. Und was dann halt auch noch ist bei dem Typen, ich will jetzt nicht so lang auf den Typen rumreiten, weil die Zeit haben wir nicht, aber bei dem ist halt auch auffällig, wie ist der überhaupt in die Politik gekommen? Und ich weiß nicht, weiß es einer von euch, wie er da hingekommen ist, wohin gekommen ist bisher? Ganz ehrlich. Nee. Okay. Da habe ich mich nämlich auch mal informiert, weil ich bin da ja bei sowas immer sehr skeptisch und keine Ahnung. Also ich habe mich gefragt, wie kann jemand, der 26 ist, also so alt wie ich jetzt, wie kann jemand schon so weit in der Politik sein, während die ganzen anderen Politiker jenseits der 30 sind und da muss ja irgendwas nicht stimmen und mein Bauchgefühl hat sich bestätigt, ich habe dann mal ein bisschen nachgeforscht, also das ist jetzt keine Vermutung, das sind alles Quellen, die stehen im Internet, ich mache es jetzt mal wie Rezo, das sind Quellen, die stehen im Internet, es gibt eine Doku darüber, da wurde das auch alles aufgezeigt, Philipp Amthor war Wahlkampfhelfer für Angela Merkel, er selber ist in der CDU, in dem Ortsverband, in den Nachbarverband von dem Verband von der Angela Merkel. Und er hat damals in der Jungen Union, wie er noch war, für Angela Merkel Wahlkampfhilfe betrieben. Für den Bundeswahlkampf. Und dadurch ist er in Kontakt mit Angela Merkel gekommen. Und hat sich mit Angela Merkel, das hat er sogar mal in der Talkshow gesagt, unterhalten darüber, weil er gesagt hat, er möchte das weitermachen, er möchte das auch hauptberuflich machen, Politik. Und dann hat sie gesagt, okay, ich gebe dir einen Tipp, mach mal erstmal Regionalpolitik, weil aufsteigen tut man immer über Regionalpolitik und fängt erstmal an und dann haben wir auch ein Beispiel hier bei uns im Landkreis, der Landrat von uns, der ist ja dann auch von der Regionalpolitik nach München gekommen. So, und so ist es halt eben auch bei Philipp Amthor gewesen. Also der hat erstmal Regionalpolitik gemacht, hat erstmal als Mitarbeiter, ich weiß nicht, von einem Landrat oder von einem Abgeordneten, irgendwas von einem Regionalpolitiker, erstmal als Mitarbeiter angefangen und dann kommt das Perverse, dann hat er parallel sich aufstellen lassen, so funktioniert Politik, und hat praktisch die ganzen Wähler von seinem
also von seinem Arbeitgeber, für den er arbeitet, abzuwerben und hat versucht, mit Wahlkampf, also wirklich Wahlkampf, aggressiver Wahlkampf in seinem Bereich mit Wahlplakaten, die haben sie auch in der Dokumentation gezeigt, wo seine private Handynummer drauf war, so nach dem Motto, liebe ältere Leute, ruft mich an, ich komme zum Kaffee trinken, ich bringe einen Kuchen mit, ohne Scheiß, hat er wirklich gemacht und hat am Tag mehrere ältere Leute besucht und hat so die Stimmen der Leute bekommen. Ja. Und hat seinen eigenen Arbeitgeber praktisch dafür gesorgt, dass der nicht mehr gewählt wird. Hat aber parallel noch für den gearbeitet. Und hat den dann abgesägt. So, und durch diese Stelle, die er dann bekommen hat, ist er dann in den Bundestag gekommen. Dann weitere Details, braucht man nicht drüber reden. Natürlich kannte er dann noch Merkel, hatte Kontakt noch mit Merkel. Merkel hat ihn dann irgendwann mit reingeholt, hat ihn wahrscheinlich auch die richtigen Kontakte besorgt. Und so ist er dann hochgekommen. Weil ein normaler, in Anführungsstrichen, normaler 26-Jähriger, der wäre mit dieser Maschinerie, die in der Politik herrscht, Never. Noch nicht an der Stelle, wo er eigentlich jetzt ist, der Philipp Amthor. Und da merkt man schon, also irgendwie, das ist schon, manche Leute mögen das zielstrebig finden, ich sag mal nichts dazu, aber ist schon komisch, es hat ein Geschmäckle. So, und so jemand sitzt dann da jetzt als junge Hoffnung. So, und jetzt muss man sich das so vorstellen, er hat angeblich ein Video gemacht. Glaubt ihr, dass er das Video wirklich gedreht hat? Bezweifle ich. Ich weiß es nicht. Also ich glaube dann irgendwie doch, dass es gedreht hat, weil ich glaube, der Typ, wenn man den mal so ein bisschen verfolgt, der hat ein sehr großes Ego. Ich glaube, der hat wirklich gedacht, ich drehe da dieses Video und es wird geil. Und ich lade es dann auf YouTube hoch. Und es ist ja nie veröffentlicht worden. Da ist ja ein riesen Terz passiert. Der wollte ein Antwortvideo auf das Rezo-Video machen. Angeblich ist es gedreht worden im Konrad-Adenauer-Haus. Und da gibt es ja auch diese berühmte Szene aus Markus Lanz, aus dieser Talkshow, wo ihn halt Lanz fragt, ja, wie ist denn der erste Satz? Und dann fängt er halt an, hey Rezo, du alter Zerstörer. Mhm. Ne? Also wo man schon wirklich vor Fremdscham fast im Boden versinkt. Und er feiert sich halt voll und findet es halt sau cool und denkt halt, er repräsentiert eine hippe Jugendkultur oder irgendwas. Mhm. Ich weiß nicht, was er denkt, keine Ahnung, aber es ist auf jeden Fall komisch. Und ich glaube, er hat es wirklich gedreht und ich glaube aber, dass dann wirklich Leute gesagt haben in der Führung von der CDU, das kann man nicht bringen. Und ich glaube nicht, ehrlich gesagt, ich bin weit davon entfernt, die CDU zu wählen, aber ich glaube nicht, dass es unbedingt an den Inhalten liegt, weil ich glaube schon, dass der sehr linientreu ist, sondern in dem Fall wirklich, dass da Leute standen, die gesagt haben, ey, das ist so künstlich auf jugendlich gemacht, dass es sogar für uns zu peinlich ist, das zu veröffentlichen. Also das ist meine Vermutung, ich weiß es natürlich nicht, aber ich kann mir das halt bei diesen Typen, bei diesem Philipp Amthor und Leute, wenn ihr den nicht kennt, googelt den mal, guckt auf YouTube, dann werdet ihr sehen, was es für eine Type ist. Und dann werdet ihr relativ schnell sehen, das ist schon seltsam. Und was bei Philipp Amthor halt auch so ein Ding ist, er ist ja rhetorisch, ist er ja nicht gerade auf den Mund gefallen. Also er kann sich wehren, der kann sich ausdrücken, der hat ja auch mal, was ich ja sehr begrüßenswert finde, ich will ihn ja nicht nur kritisieren, die AfD mal im Bundestag in der Rede auseinandergenommen, wo er einfach mal geguckt hat, der ist ja auch Jurist, eine Schande für jeden Juristen. Das ist Satire, also ne, nicht, dass ich gleich noch eine Anzeige bekomme wie Jan Böhmermann oder so von Anwalt von Philipp Amthor oder von ihm selbst. Der ist ja Jurist und der hat sich damit beschäftigt halt, wie die AfD praktisch Gesetze auslegt und dass das völliger Humbug ist teilweise. Und die Rede ist wirklich sehenswert, weil da hat er sich scheinbar wirklich Gedanken gemacht. Also ich möchte ihn jetzt nicht nur komplett niederreden, aber er ist halt einfach, wenn man den nur unter der Prämisse betrachtet, er soll halt uns repräsentieren, uns Leute unter 30, weiß ich nicht. Also da, glaube ich, repräsentieren noch andere Politiker, die, muss man der Fairness halber sagen, die über 40 sind, die repräsentieren dann eher die Jugendbewegungen als der Philipp Amthor, der halt nur 26 ist. Wie heißt er nochmal von der SPD, das ist schon, der auch bei Artikel 13 so, wann ich für Namen? Wolken oder? Timo Wölken. Wölken, so. Wölken. Genau. Also der, Timo der Wölken ist ja eher an den jungen Leuten dran, genau, ne, als an Philipp Amthor. Richtig. Da muss man ja auch dazu sagen, er hat ja zum Beispiel, weil ihr den gerade erwähnt, die SPD hat ja auch auf diese Rezo-Geschichte reagiert. Und
da hat Timo Wölken sich auseinandergesetzt mit der ganzen Geschichte und der hat sich auch wirklich die Zeit genommen und das ist vielleicht, und er hat es halt auch anders gemacht und man muss halt auch sagen, Timo Wölken, ich weiß jetzt gar nicht, ich muss gerade mal googeln, wie alt der ist Amthor eigentlich. Oder der Wölken, achso. Nee, Wölken. Gute Frage. Der Amthor ist 26, das weiß ich, aber der Wölken, weil so alt, ja, 85er Baujahr ist er. Und da merkt man halt, der ist trotzdem noch eher an den Leuten dran, der ist jetzt nicht gekünstelt. Gut, man muss auch dazu sagen, der Wölken ist halt auch nicht in der erzkonservativen Partei, ne? Das darf man halt auch nicht vergessen. Der kann sich halt trotzdem noch mal ein bisschen anders bewegen als so ein Philipp Amthor, der dann, und die Szene ist wirklich bezeichnend, die war, glaube ich, in der Dokumentation vom Y-Kollektiv oder in einer anderen Doku, wo er da irgendwie in Mecklenburg-Vorpommern auf so einem Parteitag ist, wo halt wirklich nur Rentner da sind, muss man sagen. Und dann kommt halt so eine ältere Dame, eine betagte Dame, Skyline TV Insider, betagte Dame, kam dann und die hat halt, ja, machen Sie doch mal was gegen die ganzen Asylanten. Und das war ihm halt schon sichtlich peinlich, weil er halt wusste, okay, das finden wahrscheinlich die Zuschauer von dem Y-Kollektiv nicht so geil. Und ja, und hat er dann so das abgewiegelt, ja, wir werden uns schon kümmern und so. Und die, ja, aber sorgen Sie mal dafür, dass die rauskommen, raus aus Deutschland. Und das schon gemerkt, also er hat schon gemerkt, er ist nicht dumm, er merkt schon, was gut ankommt bei den Leuten, was halt eventuell für Zündstoff sorgen könnte. Ich sage ja, der ist so ein bisschen der Sohn von Merkel, so ein bisschen. Man könnte denken, das ist irgendwie der Sohn von der Merkel. Und da hat er dann so ein bisschen schon wahrscheinlich gemerkt, oh, da ist eine Kamera. Wahrscheinlich hätte er eine ganz andere Antwort gegeben, wenn die Kamera aus gewesen wäre. Weil ich sage mal so, konservativ und Ding wie der ist, kann man sich nicht erwarten, dass er sagt, ja, wir kümmern uns darum, dass wir die halt gut unterbringen oder dass wir, keine Ahnung, eine Lösung für die Probleme bringen. Das ist ja auch mal so das, was man bei der CDU sehr kritisieren kann. Man bekämpft irgendwelche Symptome, aber man geht nicht an die Ursachen ran. Das ist ja oftmals das Problem, dass man dann sagt, okay, warum flüchten denn die Leute oder was ist denn da eigentlich los? Stattdessen sagt man, okay, wir machen dicht und wir versuchen, dass wir unser eigenes Zeug so beibehalten. Es bleibt alles so, wie es ist. Ja, das ist ja konservativ. Es bleibt alles so, wie es ist. Und das sollten, und das ist ja der Grund, warum viele junge Leute sagen, nö, also für diese, wie soll man sagen, dieses Mindset, es bleibt alles so, wie es ist, bin ich eigentlich noch zu jung. Und das ist ja eigentlich so der Hauptgrund, warum viele Jugendliche oder junge Leute die CDU nicht wählen. Gehen wir nochmal zurück auf das Thema Rezo. Mit Rezo, genau, weil sonst driften wir zu sehr ab. Was ist da noch passiert? Die CDU hat ein PDF veröffentlicht, wo die dann Stellung genommen haben, weil das Video haben sie nicht veröffentlicht. Ich weiß nicht, wie viele Seiten das waren, aber absurd. Ich glaub, 27 waren Ja, absurd. 27 Seiten, sagen wir mal 20, selbst 20 Seiten, ist absurd. Das Ganze, man hätte das wesentlich besser machen können. Und die Argumentation von denen war halt, ja, YouTube ist nicht oder Video ist nicht unser Medium oder Politik wird nicht auf YouTube ausgetragen. Und da muss ich sagen, das ist völliger Bullshit, weil die ganzen Medienberater oder diese ganzen Marketing-Heinis von den Parteien, die machen doch genau das, weil wenn es um Wahlkampf geht, dann gehen die auch in die sozialen Medien. Da siehst du dann auch eine CDU auf Instagram. Oder guck dir die Dorothee Beer an. Die ist ja auch auf Instagram und auf Twitter und überall unterwegs. Ja, genau. Na, aber das ist halt so ein Ding, wo man da mal sieht, wie zweigleisig diese Partei einfach fährt und wie doppelmoralisch die da unterwegs ist. Auf der einen Seite sagen sie, Politik und Social Media, das hat nichts miteinander zu tun. Und auf der anderen Seite, für einen Wahlkampf, da kann man das instrumentalisieren. Und dann kam noch der Oberhammer. Und das war ja was, wo wirklich das Netz aufgeschreit hat. Dann kam AKK, also diese Annegret Kramp-Karrenbauer. Das ist ja diese, die war Vorsitzende von der CDU. Ich hoffe, ich sage das jetzt richtig. Mittlerweile ist sie ja jetzt unsere neue Verteidigungsministerin, weil die Flinten-Uschi, die ist ja jetzt mittlerweile im EU-Parlament. Und auf jeden Fall hat AKK dann noch ins Gespräch gebracht, man sollte doch sich überlegen, dass man dieses Internet vor Wahlen
ein bisschen, weil die haben natürlich eine Schlappe bekommen, oh Wunder, die hätten es aber wahrscheinlich auch ohne das Rezo-Video bekommen, weil da kam so viel zusammen, also das war ja nicht nur das Rezo-Video, auch wenn das natürlich alles nochmal ein bisschen bei vielen Leuten ins Gedächtnis gerufen hat. Ja, und die hat halt gemeint, man müsste sich da mal Gedanken machen, dass man das Ganze ein bisschen reguliert im Internet und es darf nicht sein, dass jeder da macht, was er will. Und da muss man sagen, hallo, Pressefreiheit? Und da sieht man schon mal, sag mal, wo die herkommt oder welche Gedanken sie sich nicht zu fein dazu ist zu denken, ne? Weil ein Politiker von einer anderen Partei, der würde sowas nie denken. Der würde sagen, ja, das ist halt mal wieder in den Medien. Oder sagen viele Politiker, die sagen, ja, die Presse, die schreibt halt viel, wenn der Tag lang ist. Aber allein schon drüber nachzudenken, zu sagen, hey, wir müssen das YouTube regulieren und wir müssen Influencer regulieren. Hallo, wo sind wir hier? Sind wir hier jetzt mittlerweile, keine Ahnung, in Russland oder gelandet oder, so, oder sonst Asien, genau. Das kann es ja nicht sein. Also allein schon das überhaupt in Erwägung zu ziehen, öffentlich, öffentlich zu sagen, wir müssen drüber nachdenken vor Wahlen, das auf YouTube, also da fehlt mir völliges Verständnis. Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Ja. Vielleicht kann mich einer noch davon überzeugen. Ne. Georg, wie siehst du es? Ich sehe es hast auch kein du. Also ich bin das absolut unter aller Sau. Weil vor allem, wenn das gegen die SPD gegangen wäre, dann hätte sie das wahrscheinlich nie... Ja, wär's dann wäre es okay gewesen. Dann wäre der Gedanke nie aufgekommen. Solange die Konkurrenz dann davon betroffen ist, ist es uns egal. Sobald wir selber daraus einen schwarzen Peter machen können, dann muss es reguliert werden. Ja. Genau. Wenn wir angegriffen werden, und ich meine, es war ja durchaus berechtigt, und ich muss auch sagen, mir ist teilweise auch ein bisschen die Kinnlade runtergefallen bei manchen Geschichten. Gerade auch diese Drohnengeschichte, die war mir so nicht bewusst mit Rammstein. Das finde ich heftig von der CDU, dass da nichts gemacht wird und dass da unschuldige Leute ums Leben kommen, weil einfach man das duldet, dass da, man kann es nicht anders sagen, Tötungsmaschinen von deutschem Boden aus gestartet werden. Das ist heftig. Da möchte man dann nicht mal das Ganze einschränken. Komisch, ne? Das ist dann so. Ja, und deswegen sage ich mal, also diese ganze Geschichte mit dieser Beschränkung von YouTubern ist völliger Humbug. Und ich meine, sie hat ja dann auch gesagt, im Printmedium, da gibt es schon Richtlinien, aber es gibt natürlich auch die Möglichkeit eines jeden Redakteurs, einen Kommentar zu verfassen. Und das gibt es auch im Printbereich. Und sie sagt halt, ja, man müsste auch prüfen, ob die Print-Regulierungen, die Printgesetze im Internet anwendbar sind. Die sind im Internet anwendbar, weil das, was Rezo gemacht hat, ist ein Kommentar. Und er hat den mit Fakten untermauert, also eigentlich ist es journalistisch alles in Ordnung. Also gibt es überhaupt nichts dran zu rütteln. Aber nein, das passt nicht der Partei, also muss man drüber nachdenken, das zu regulieren, was völliger Humbug ist. Und wenn selbst Horst Seehofer damals gesagt hat, jo mei, da lasst die im Internet mal ein bisschen euer Zeug machen, ne? So, also der hat er wirklich beschwichtigt und das ist ja für einen Horst die ein bisschen eigentlich eher selten, aber der hat halt da die Ruhe weggehabt und aber in der Parteizentrale sind die alle total durchgedreht, also wegen diesem einen Video, total panisch und da muss man wirklich sagen, dass das natürlich bei der Jugend auch wieder nicht gut ankommt, das ist ja völlig klar. Ich meine, klar, bei den Erzkonservativen, die sagen, ja, die haben ja recht, da muss man was machen, das böse Internet und, aber ganz ehrlich, ich meine, das ist völlig legitim. Das hätte genauso gut ein Leserbrief in der deutschen Tageszeitung sein können, dieses Rezo-Video. Wäre zwar ein bisschen lang geworden, aber ja, hätte auch dahinter auf jeden Fall. Theoretisch hätte das auch sowas werden können. Und dann führt man sich jetzt drüber auf, nur weil das Medium halt anders war. Natürlich erreichst du mit YouTube mehr Leute. Aber man darf nicht vergessen, Rezo hatte halt auch eine gewisse Grundreichweite. Und was man auch nicht vergessen darf, und das tun viele CDU-Leute ja total verdrängen, die CDU hat vor einigen Jahren noch mit sehr vielen Stars Werbespots gedreht, wo dann auch zum Beispiel wie heißt die da mit Satellite Lena, da, diese genau, die hat sich ja da auch in dem Video gezeigt und hat gesagt, sie wählt CDU und so weiter. Und die haben ja auch Einfluss, das sind auch Influencer. Die haben eine andere Plattform, klar, die sind nicht auf YouTube, die sind keine Ahnung, in den Charts und bei MTV oder Viva damals noch, aber das sind auch Influencer und die haben auch ihre Fanbase und es gibt bestimmt auch Leute, die auf die hören.
Und genauso ist es bei Rezo halt auch. Und diese Gefahr, die besteht auch bei Fußballern. Guck dir doch mal jetzt Özil an. Wenn der für seinen Erdogan schwärmt, dann ist es halt auch... Naja, da gibt es ja beim Postillon den Artikel, wo die Hochzeit von Erdogan und Özil. Nein, aber das ist... Ja, das ist halt schon ein bisschen... weiß ich nicht. Aber da sieht man mal, wie die CDU drauf ist. Und ganz ehrlich, solange die so drauf ist, da werden die bei uns jungen Wählern wenige Leute finden. Klar, solche Leute wie Philipp Amthor, da gibt es bestimmt auch noch ein paar in Deutschland, die werden sie natürlich finden und die werden die auch wählen. Oder auch Leute, die sich mit der Politik null auseinandersetzen. Da habe ich auch in meinem Bekanntenkreis Leute, wo die Eltern schon seit Jahrzehnten CSU das wählen. Das haben wir schon immer so halt gemacht. Auch weiterhin. Genau, und das sind die Kinder halt genauso. Aber die Leute, die sich mal mit den Themen beschäftigen, die werden relativ schnell merken, die CDU, CSU ist keine Partei, die man als junger Mensch wählen kann. Das ist einfach Fakt, weil die einfach viele Sachen zu kurz denken und viele Sachen halt eben auf eine Zielgruppe zugeschnitten haben, die jenseits der 50 ist, ich würde sogar sagen jenseits der 60 ist, und eben auch dieses Mindset hat, es bleibt alles so, wie es ist, und Veränderung ist immer schlecht. Und da ist halt wieder ein Punkt, wenn du dich nicht veränderst, dann wirst du Probleme bekommen. Und das ist ja was, was wir im Podcast sehr häufig haben, wenn wir über IT-Firmen reden, ich sag nur IBM oder so. wenn du auf der Stelle stehen bleibst und wartest drauf, dass alles sich wieder zurückwandelt, dann wirst du definitiv scheitern. Das ist genauso wie mit der Digitalisierung. Wir können jetzt alle sagen, oh, Digitalisierung mag ich nicht, da gehe ich nicht mit. Kann man machen, aber man wird definitiv Probleme kriegen, weil die anderen machen alle mit. Man hat gar keine Wahl eigentlich. Und wenn man nicht mitmacht, hat man große Nachteile irgendwann. Und das wird nicht gleich passieren, aber in ein paar Jahren wird man es merken. Und das ist halt was, was die CDU noch lernen muss. Und das wird sie jetzt lernen, weil es ist, gibt ja bald wieder Wahlen und so. Und ich glaube, das Ergebnis wird böse werden. Und ich hoffe auch, dass sich viele Leute, und das, da mache ich dann einen Punkt, außer ihr habt noch was, mit Artikel 13, dass sich da hoffentlich noch viele Leute dran erinnern, wie die CDU mit dem Thema umgegangen ist. So, Punkt. Gut. Da möchte ich noch abschließend was sagen. Ja? Weil, macht es. Diese fehlende Medienkompetenz, das hat ja schon die oberste Chefin gesagt, das liegt einfach daran, dass das Internet für die CDU einfach bloß Neuland ist. Ja, natürlich. Aber überleg mal, wann hat die das gesagt? Das ist ja auch schon einige Jahre her. Und ich meine, man kann sich ja Medienkompetenz drauf schaffen. Es ist ja nicht so, dass man im Alter nichts mehr lernen kann. Es gibt ja durchaus Senioren, die teilweise eine größere Medienkompetenz haben als so manche Politiker. Ich möchte jetzt nur was anmerken. Also, das ist ziemlich genau sechs Jahre her, dass Merkel das gesagt hat. 19.06.13, so viel dazu. War das nicht sogar nach ACTA oder so? Irgendwie ein Jahr oder zwei Jahre nach ACTA, glaube ich. Eine Frage, Moment. Die Zeit bei der das CDU. War Überwachungsprogramm PRISM. Da irgendwie, ja, aber gut. Das hängt ja alles zusammen in dem Ganzen. Ja. Ja, aber das ist absurd einfach nur. Und ich hoffe, wie gesagt, dass auch bei der nächsten Wahl die Leute sich da besinnen und dass, ich meine. Ich muss auch nochmal sagen, das ist vielleicht was, was man trotzdem noch mit anfügen sollte. Leute, ich meine, wir wissen ja, unsere Zuhörerbase ist gemischt. Wir haben jetzt nicht so viel Junge. Wir haben auch junge Zuhörer, wenn man YouTube Analytics glauben darf. Aber wir haben auch etwas ältere Zuschauer. Aber Leute, geht bitte alle wählen. Das ist der Punkt 1. Wählt demokratisch. Das ist Punkt 2. Und der Punkt 3 ist, überlegt euch halt immer, was langfristig, was diese Sachen auslösen, welche Konsequenzen das hat. Klar, man kann nicht alles absehen, da das kann keiner von uns, aber viele Sachen bei der CDU sind so offensichtlich, wenn man einfach nur mal über den Tellerrand hinausschaut und einfach mal um die Ecke denkt, dann wird man relativ schnell feststellen, dass es eigentlich völlig kurzfristig gedacht ist und eigentlich gar nicht wirklich den Leuten hilft, die noch einige Jahre klingt jetzt hart zu leben haben, sondern das gilt halt den Leuten, die halt wirklich jetzt vielleicht kurz vor der Rente stehen oder schon in der Rente sind und nicht mehr arbeiten, im Arbeitsleben stehen. Den Leuten hilft es meistens, aber eben halt auch nicht den Leuten, die noch einige Jahre arbeiten müssen oder keine Ahnung, auch noch was aus dem Leben machen wollen. Und das ist halt einfach der Punkt, was ich halt sehr krass finde.
Gut. Dann gucken wir mal auf unsere Themenliste. Gehen wir weiter in die Politik, oder? Würde ich sagen. Und der Georg Politik? Doch. Genau. Ach so, ja. Genau. Weil zumindest etwas in der Politik tut sich, wenn es um das Thema Digitalisierung geht. Nachdem nämlich der Bundes die Abstimmungen im Bundesrat jetzt digital vor sich gehen, schreien auch die Politiker im Bundestag, hey, wir wollen auch ein digitales System hier bei uns. Weil bisher ist es noch so im Bundestag, da hält halt jeder sein Kerzchen hoch, ob er zustimmt oder nicht. Und dann kann man schauen, okay, wir haben jetzt so viel Stimmen. Ja, okay, das war jetzt ungenau, wir müssen es nochmal machen. Aber es geht jetzt nur um die Abstimmungen im Parlament. Also nicht darüber, dass Bürger E-Voting betreiben können. Nein, das geht nicht um die Bürger. Das ist jetzt wirklich bloß im Parlament. Und soll auch noch irgendwie so ein Dateimanagement mit rein, dass halt, dass man weniger Akten hat und dass mehr alles digital hat. Das klingt alles zu geil, um wahr zu sein, ehrlich gesagt. 35C3 verhindern darf mit der digitalen Gesundheitsakte und wie sicher solche Systeme sind. Oh ja. Naja. Also wir können gespannt sein, aber es ist zumindest schon mal ein Schritt in die richtige Richtung, weil ich meine, die Zukunft in Unternehmen, die sieht ja auch so aus, dass Unternehmen natürlich auch solche Kollaborationsplattformen haben, sei es jetzt, keine Ahnung, Office 365 nur mal so als Beispiel oder Nextcloud oder irgendwelche Konkurrenzprodukte. Das ist ja Zukunft und ich meine, es ist halt immer krass, wenn, ich meine, klar, Politik ist wahrscheinlich immer so, dass es ein bisschen hinter der Industrie hinterherhinkt, aber ich meine, diese Produkte gibt es nicht erst seit gestern und in der Politik braucht sowas halt immer 10, 20 Jahre. Das kann es eigentlich nicht sein, ne? Und so gerade so Abstimmungen, ich meine, klar, ich als jemand, der IT-Security-Mensch ist, der sagt natürlich, okay, wenn ich sowas als E-Voting habe, dann kann ich sowas natürlich auch relativ leicht fälschen. Aber, oder manipulieren oder wie auch immer, da muss man halt da wieder aufpassen. Aber ich bin halt auch jemand, und das habt ihr vielleicht auch schon gemerkt, der sagt, man soll das aber trotzdem machen. Also nur weil es eventuell, ich meine, beim Autofahren ist ja genau das Gleiche. Niemand würde sagen, ich fahre überhaupt kein Auto, weil da könnte ja eventuell was passieren. Oder ich fahre keinen Zug mehr oder steige in kein Flugzeug mehr ein. Das machen nur die allerwenigsten. Und deswegen sollte man das auch bei den technischen Sachen trotzdem wenigstens versuchen, solche Sachen zu nutzen und die halt dann so sicher wie möglich zu machen mit Technologie und mit Leuten, die sich da Gedanken machen. Das ist einfach meine Meinung dazu. Und das auch von Anfang an in der Programmierung, dass halt es am Anfang schon das Ziel ist, das möglichst sicher zu machen. Genau, Security by Design, schon beim Coding, dass man da gewisse Qualitätsstufe hat. Auch Zertifizierungen finde ich nicht verkehrt. Aber das ist halt, da sind wir in Deutschland noch sehr weit entfernt. Was jetzt für mich mal interessant gewesen wäre, aber das wird der Artikel jetzt nicht hergeben und ich habe jetzt auch noch nicht durch Googlen was rausgefunden, wie weit es in anderen Ländern verbreitet ist, dieses E-Voting. Also ich könnte mir vorstellen, zum Beispiel in skandinavischen Ländern gibt es das schon seit 5 Jahren oder länger noch. Machen das im EU-Parlament nicht auch so? Oder ist es da, oder ist doch auch schon digital, oder nicht? Ich überlege gerade, wie war das bei Artikel 13? Da haben sie zumindest mal so digitale Grafiken gehabt. Doch, da haben die da ging es ja, genau, da ging's ja um die Knöpfe. Gemeint, ja, genau. Oder irgendwas war da doch. Verdrückt, genau. Verdrückt. Ja. Schon was. Also das typische, bin vom Mauszeiger ausgerutscht. Ja, also komisch. Ja, das ist wie damals mit der einen Politikerin mit den rassistischen Tweets, ja, da ist es von der Maus abgerutscht. Das verstehe ich halt auch nicht. Ich meine, den Text hat sie ja schon geschrieben. Ich meine, wie läuft das bei der ab? Sitzt sie da bei Twitter, schreibt irgendwelche Hasstiraden und so. Ach, das schicke ich doch nicht ab. Ja, oder wahrscheinlich tippt die mit einer Bildschirmtastatur, wo sie dann mit der Maus die Buchstaben antippen. Ja, genau. Na gut, ist ein anderes Thema, aber ich glaube halt, dass andere Länder da, also die Schweiz zum Beispiel, hat es 2000 eingeführt. Oh, what? Okay, ja gut, ne? Und das ist die Schweiz. Willkommen in Deutschland. Also, willkommen bei uns in Deutschland, ne? Das ist
da habe ich neulich auf Twitter gelesen, das war auch ganz witzig, von einem CEO, der gesagt hat, ja, er versucht im Urlaub immer dahin zu fliegen, wo Funklöcher sind. Nur außerhalb von Deutschland ist es halt sehr schwierig, irgendwo hinzufliegen, wo es Funklöcher gibt. Ja, das beschreibt eigentlich das Dilemma, in dem wir stecken, hier ganz gut. Und das ist halt irgendwie, ich weiß nicht, woher das kommt. Das ist echt, das zieht sich halt durch alle Bereiche, ob das jetzt irgendwelche politischen Sachen sind, ob das Sachen sind, die du auf dem Amt machst, ob das die Steuer ist, die mittlerweile ja teildigitalisiert ist. Da fällt mir gerade was Lustiges dazu ein, gerade wo du sagst, wegen Amt auch. In München haben sie es so gemacht, dass du jetzt nur noch am Anfang des Jahres hast du die ganzen Termine auf dem Amt, dir einen Termin online holen musst. Das Problem war halt, dass vielleicht auch ältere Leute da nicht die Möglichkeit zu hatten. Und jetzt haben sie es wieder geändert. Und das habe ich letztens, weil ich gerade umgezogen bin, erfahren von der guten Frau, die das hier bei uns in der Gemeinde macht, dass in München die Wartezeiten für so einen Termin, zum Beispiel zum Ummelden, teilweise ein halbes Jahr betragen. Weil du hast ja eine Meldepflicht innerhalb von 2 Wochen. Und jetzt sagt die Stadt München, du musst dir innerhalb der 2 Wochen nur den Termin geholt haben. Termin holen. Damit du das machen kannst. Ja, und du fragst dich einfach nur so, was ist bitte falsch bei euch? What? Ja, das ist irgendwie krass. Thema zum Beispiel, Kollege, den ich der jetzt in Finnland wohnt, der dahin ausgewandert ist, der hat mir erzählt, zum Beispiel sowas, weil du sagst, ummelden. Das geht in Finnland über ein Webportal. Da meldest du dich an, gibst deine Daten ein, das wird verifiziert über Perso oder keine Ahnung was, und dann bist du da umgemeldet. Das ist alles. Und dann funktioniert das auch. Das gleiche ist auch mit Autokauf. Das geht auch alles digital. Du gehst ins Autohaus, sagst, den will ich haben. Dann tust du da einfach auf ein Tablet unterschreiben und loggst dich noch bei deinem Online-Banking an. Kannst mit PayPal auch bezahlen zum Beispiel. Und dann ist es deiner. Und dann kannst du vom Hof fahren und dann passiert alles automatisch. Kriegst dann deine Zulassung, neue Nummernschilder, die holst dann irgendwann ab, kriegst eine E-Mail von der Behörde, die sagt, hey, dein Nummernschild ist fertig, hol's ab. Wie geil ist das denn? Also, und das funktioniert in Finnland und da gab's keine Datenskandale, nix, da ist alles, also ich weiß nicht, entweder entwickelt F-Secure alles persönlich oder gibt's da einfach Leute, die sind talentierter als in Deutschland, ich weiß es nicht, woran das liegt, aber irgendwie, keine Ahnung, und wie du sagst, halbes Jahr Ummeldung, genau. Hallo, geht's noch? Aber ich sag mal so, ich bin da jetzt ein bisschen vorsichtig, weil hier vielleicht hören das dann auch Leute, aber was wir mit unserer Firmenanmeldung bei Course of You Services erlebt haben mit Behörden und ob das die IHK ist, ob das IHK die Gemeinde hier ist, ob das das Finanzamt ist, das geht auf keine Kuhhaut. Also und ich meine, wir sind wahrscheinlich nicht die Einzigen, denen es so geht. Und wenn ich mir da andere Gründer angucke und andere Leute, die ein Unternehmen gründen, die werden wahrscheinlich genau die gleichen Hürden haben in Deutschland. Und da muss man sich nicht wundern, dass dann die Leute sagen, ich gründe dann halt doch lieber keine Firma, weil mir das zu viel Aufwand ist. Aber ist ein anderes Thema. Gut, Thema E-Voting, haben wir noch irgendwas? Nee, das oder? War's eigentlich. Gut, dann kommen wir noch ganz kurz zum Thema, da möchte ich einfach mal drüber reden. Das ist wirklich YouTube-Kacke, weil ich könnte mir vorstellen, dass dann wieder Leute sagen, ja, warum habt ihr nicht drüber geredet? Oder das ist einfach ein Thema, das wollte ich kurz anreden. Das geht um eine, wie soll man sagen, eine Let's-Player-Gemeinschaft von Gronkh, Pandoria und Herr Currywurst und Tobinator. Und da wurde jetzt der Currywurst ausgeschlossen aufgrund von Fehltritten in seiner Beziehung. Also der hat einfach seine Freundin dreimal betrogen und Gronkh und die anderen haben ihn halt dann einfach aus diesem Kollektiv da ausgeschlossen und haben gesagt, nee, wir distanzieren uns von dir, wir wollen mit dir nichts mehr zu tun haben. Und das ist eigentlich alles, wo man sagt, ich habe vorhin zu David schon gesagt, in der Pre-Show, eigentlich ist es halb so relevant für den Podcast, aber was halt dann wieder gekommen ist, das ist halt wieder dieses typische Internet-Ding.
er hat dann, also Herr Currywurst, das ist ja ein YouTuber, der auch zu der Playmassive, also wer das ganze Konglomerat um Gronkh kennt, der weiß ja, Playmassive ist die Firma, die dahinter steckt, die er gegründet hat, und da gibt es ja 1000 YouTuber, die da mit drin hängen, und da werden mittlerweile auch Spiele produziert und programmiert, und da gibt es auch mittlerweile Musikalben, die produziert werden über diese Firma, und keine Ahnung, was da alles gemacht wird. Und Herr Currywurst ist halt jemand, Kevin heißt er mit Vornamen, der halt zu dieser ganzen Geschichte dazugehört, und der damals auch schon, wo die Playmassive noch ganz normal so ein bisschen Giga-like Videos gemacht hat, war der halt einfach Moderator. Und ja, letztendlich war eben dieser ganze Kindergarten, mit dem er hat seine Freundin betrogen. Er hat dann ein Video veröffentlicht, irgendwie 45 Minuten lang, wo er dann auch flennend vor der Kamera saß. Muss man sich auch fragen, ob das sinnvoll ist. Hat er auf jeden Fall gemacht. Jo, und was ist dann passiert? Dann irgendwann hat sich herausgestellt, naja, die haben sich nicht einfach nur distanziert, weil er die Freundin betrogen hat, sondern erstens mal ist seine derzeitige noch Freundin, ja, hat die psychische Probleme, und die ist sowieso etwas labil gewesen, und zum anderen war er halt zum damaligen Zeitpunkt, sagt er, 19, und die Zuschauerin oder mehrere Zuschauerinnen waren minderjährig, mit denen er geschrieben hat. Hat natürlich ein Geschmäckle, braucht man nicht drüber reden. Und er hat es halt immer wieder gemacht. Und es gab scheinbar auch schon mehrfach den Versuch von Gronkh und auch seiner Freundin, also Gronkhs Freundin, die ja auch zu dem Freundeskreis mitgehört, die hat versucht, mit ihm zu reden und darauf einzuwirken. Und er hat es halt trotzdem immer wieder gemacht. Also dreimal hintereinander hat er eben so einen Scheiß gebaut. Ja, und letztendlich, was ist dann passiert? Und das ist ja alles, sag ich mal, ja, das ist schon Promi-Flash, ne, dieses ganze Thema eigentlich. Ja, das hat eigentlich nichts mit uns zu tun. Aber was dann passiert ist, und das ist halt, das sieht man mal wieder, da kommt dann das Internet, und wenn du halt am Boden bist, dann kommt noch einer und kippt dir den Gülleeimer nochmal über den Kopf drüber und tritt nochmal einmal dagegen, weil es so schön ist. Die Quintessenz von dem ganzen Ding war einfach, Herr Currywurst bekommt mittlerweile Morddrohungen, und auch, und das ist das Absurde, die Freundin bekommt von Fans von Herr Currywurst auch Morddrohungen. Hallo? Geht's noch? Also es ist total absurd, und man muss sich schon fragen, was ist mit dem Internet los? Und da ist ein, irgendwie ist da mittlerweile jetzt auch Mr. Trashpack, nicht, wie heißt der andere? Herr Newstime, ist da mittlerweile auch in dieses ganze Ding mit verwickelt, und der bekommt mittlerweile auch Morddrohungen, hat schon ein Video drüber gemacht und regt sich da irgendwie drüber auf und keine Ahnung. Aber was ist denn bitte mit dem Internet los? Was sind da für Leute unterwegs? Das ist einfach absurd. Das ist halt... Das Abschaum ja, der Gesellschaft, also, tut mir leid. Ich weiß nicht, auf der einen Seite feiern sie den Let's Player, solange er einfach Gaming-Content abliefert, und dann auf einmal, wenn dann wirklich mal sowas ist, dann schlagen sie auf ihn ein oder schlagen dann auch noch auf seine Ex-Freundin ein, die ja wirklich gar nichts dafür kann in dem ganzen Ding, ne? Also die ist da wirklich mit reingerutscht. Und da kann man nur von Glück reden, dass halt eben die einen guten Freundeskreis hat. Und ich meine, Gronkh hat ja auch schon gesagt, sie kümmern sich um die, was ja schon mal sehr gut ist. Aber hallo, was geht da bitte ab, ne? Also total verrückt. Ich weiß nicht, Georg, hast du das mitbekommen, die ganze Nummer? Gott sei Dank nicht. Okay, ja. Nee, aber das ist halt so ein Ding, wo man sich echt fragt. Aber das sind immer wieder so Sachen jetzt auch, ganz anderes Thema. Am Wochenende war ja der geschätzte Kollege, der Adam Wolke von Skyline TV, der war ja beim CSD in Berlin. Und da hat man auch mal wieder gesehen, was für asoziale Leute im Internet drin sind. Ich meine, ich muss das nicht alles gut finden, was da passiert. Aber ich kann ja wirklich einfach mal die Fresse halten und einfach mal diese Leute, sag ich mal, demonstrieren lassen. Und das war ja eigentlich eine Demo. Klar, man kann drüber streiten, weil das ist ja doch viel Party. Aber wenn man sich mal damit beschäftigt, und das wurde ja auch bei Adam im Stream thematisiert, mir war das auch nicht so klar mit diesem Stonewall, was da passiert ist, mit den Protesten, dass da auch Leute gestorben sind und so weiter und so fort, dann ist es legitim, dass diese Leute einfach demonstrieren gehen und für ihre Zielgruppe oder für ihre Minderheit auf die Straße gehen und sagen, hallo Leute, wir sind auch nur Menschen, und aber was da für Kommentare im Chat waren. Und wenn du dir auch mal so auf Instagram habe ich es gesehen, Tagesschau habe ich da abonniert, die haben ja auch Bilder gepostet, und die Kommentare mal durchliest, alter Schwede, was da für Leute drin sind, also wirklich widerwärtig. Und das hat man eben jetzt auch bei Gronkh gesehen, und das hat man jetzt beim CSD gesehen, und das sieht man auch bei zig anderen Themen,
wo man sich einfach nur in den Kopf fassen kann. Wo man einfach sagt, sag mal, was sind das für Leute, die da im Netz unterwegs sind? Und dann auch mal das Argument, ja, das machen wir ja nur aus Spaß, weiß ich nicht. Sowas möchte ich eigentlich gar nicht gelten lassen. Das, wie kann man aus Spaß sowas machen? Ne? Das ist irgendwie, eine Morddrohung ist kein Spaß mehr. Dann wird es nämlich schon juristisch relevant. Ne? Also, aber vor gut. Vor allem ist es dann schlimm für die Leute, die dahinter stehen, also wo dann angegriffen werden. Weil ich glaube, die verstehen das nicht, dass es nur Spaß ist, wenn ihnen jemand eine Morddrohung macht. Ja, also ich glaube nicht, dass der Kevin oder auch seine Freundin gedacht hat, ja, naja, ne, ist ein netter Gruß oder so. Oder einfach gesagt haben, ach ja. Ne? Weil ich meine, wenn dann so Kommentare kommen, wenn ich dich auf der Straße sehe, dann boxe ich dich um oder so. Und das waren noch eine der netteren Kommentare. Da muss man sich schon fragen. Ne? Also dann, ich meine, man nimmt es ja dann trotzdem ernst, auch wenn man sich vornimmt, das vielleicht nicht ernst zu nehmen oder keine Ahnung. Ist schon krass. Und sowas passiert halt in Deutschland auf YouTube und man kann nur hoffen, dass es nicht so weit kommt, wie es in anderen Ländern schon passiert ist, dass sich Leute halt wirklich dann irgendwann mal einen Strick nehmen und sagen, ey, oder vom Zug werfen oder irgendwas, wegen solchen Kommentaren auf YouTube. Also, des Wortes. ja, dann, nee, aber das ist dann einfach was, wo ich sag, da muss man, aber ich, ganz ehrlich, ich kritisiere das richtig, aber ich weiß auch nicht, was man dagegen machen soll, wenn ich ehrlich bin. Also ich, keine Ahnung, man kann, denke ich mal, nur in der Schule drüber aufklären, kann versuchen, den Leuten klarzumachen, dass das immer noch mal verstärkt drüber kommt. Das ist ja auch oftmals so, wenn du dann mit Leuten drüber sprichst, das habe ich ja auch schon erlebt, ich habe mich auch schon mal mit jemandem auseinandergesetzt, der was kritisiert hat bei uns und das auch sehr teilweise vulgär wiedergegeben hat. Das ist schon ein paar Jahre her. Und dann habe ich den mal bei uns auf dem Teamspeak getroffen. Und dann haben wir uns ziemlich lang unterhalten. Ich glaube, 2 Stunden einfach so unterhalten über Gott und die Welt. Und habe ich gemerkt, ey, eigentlich ist es gar kein so großes Arschloch. Er hat es halt einfach nur sehr komisch rübergebracht. Hatte vielleicht noch einen scheiß Tag und war dann irgendwie sauer und hat halt nicht das bekommen, was er erwartet hat mit dem Video. Aber wie gesagt, man muss den Leuten halt beibringen, dass es, wenn du einen Kommentar schreibst, dass es halt bei dem Gegenüber, dadurch, dass er dich nicht sieht, dir nicht ins Gesicht gucken kann, manchmal nicht so eindeutig ist, wie kam das eigentlich rüber. Und vielleicht kam das eher neutral rüber oder vielleicht, oder sollte es neutral rüberkommen oder halt nur leicht kritisierend, aber ist dann halt sehr aggressiv beim anderen angekommen. Und das ist halt einfach so ein bisschen das Problem dann von dem doch sehr unpersönlichen Internet teilweise. Naja, gut. Da kann ich nur empfehlen, wenn man einen Kommentar schreibt, sich den vorher nochmal durchzulesen, bevor man auf Enter drückt. Mhm. Ja, das hilft schon sehr viel. Ja, also ich sag mal so, mir ist es halt jetzt durch diese ganze Sache, wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt, wird einem das halt dann doch immer bewusster. Und ich schreibe jetzt auch irgendwie, ich schreibe nicht viel Kommentare, aber ich habe früher viel mehr kommentiert, auch wo ich noch in der Schule war und teilweise habe ich da halt auch ganz schöne Kommentare abgelassen bei irgendwelchen YouTubern, wo ich mir denke, also ich glaube, die hätte ich jetzt so wahrscheinlich nicht mehr veröffentlicht. Aber das ist eine Sache, die muss man einfach, Stichwort Medienkompetenz, einfach in den Schulen vermitteln, aber nicht nur in den Schulen, eigentlich auch vom Elternhaus. Wenn im Elternhaus sowas egal ist oder nie thematisiert wird, dann ist es halt auch schwierig. Gut, dann würde ich sagen, schließen wir das Thema ab, außer ihr habt noch irgendwas. Nope. Und dann kommen wir mal zu etwas. Hey. Kommen wir mal richtig in Fahrt. Schöne hier. Überleitung, ja. Genau, Master of Überleitung. Kommen wir zu den E-Scootern, die sind ja auch über Deutschland gerollt. Mehr oder weniger. Ja, und apropos Hyper, die Scooter ist übrigens wieder da, ne? Also nur mal so, die waren geheimer Headliner beim, wie heißt das Festival, was Kraftklub veranstaltet? Dieses, in Chemnitz da, dieses, ach Gott, ich komme jetzt nicht drauf. Die machen auf jeden Fall Festival. War das nicht dieses Charity-Festival für Chemnitz? Ja, genau, von Kraftklub. Okay. Ich komme jetzt gerade nicht drauf, wie das Kosmonautenfestival, okay. Jetzt habe ich's. Und da waren die eben geheimer Headliner. Wollte ich nur kurz loswerden. Thema Scooter ist wieder cool. Da. Gott, das kennt wahrscheinlich keine Sau mehr. Das ist auch so ein Ding, wahrscheinlich, wenn ich jetzt irgendwie meine Azubis fragen würde, die kennen Scooter gar nicht mehr. Das ist so, nee, das ist, klar, das ist ein Teil unserer Jugendkultur gewesen, weil, ich meine,
klar, man braucht nicht drüber reden, das war jetzt keine super tolle Mucke, aber jeder hat die irgendwo mal gehört, jeder kennt Hyper Hyper, How Much Is A Fish und so weiter. Also von daher, aber die kennt es nicht mehr. Das ist echt krass. Das ist, man wird alt einfach. Ich habe es letztens noch gehabt mit dem einen Azubi-Kollegen. Ist 4 Jahre jünger, aber trotzdem schon irgendwie echt krasse Unterschiede. Also, weißt du, der kennt halt Gronkh, seitdem er, keine Ahnung, 1 Million Abonnenten hat. Und wo wir den mit dem kennengelernt haben, hatte der, weiß ich nicht mal 10.000 oder so. So. Ja, genau. Ich habe den damals abonniert, wo er den Gartenbausimulator irgendwie zum ersten Mal gezockt hat oder so. Da hat er, ich glaube, 100.000 gehabt. Also, ja, es ist schon krass. Die kennen auch Cold Mirror oder so. Solche Leute kennen die gar nicht mehr. Teilweise nicht mal mehr die Rocket Beans oder White Titty. David Hein oder so. Oder White Titty schon gar nicht. Also, das ist schon echt heftig. Ne? Gut, kommen wir jetzt zu den richtigen E-Scootern. Die sind ja über Deutschland gerollt. Wir weichen heute wieder so oder wir driften ja, immer so ab. Bei dir. Nee, fährt bei dir, Steffen. Ja. Genau, fährt bei uns. Ja, letztendlich sind die jetzt auch nach Deutschland gekommen. Die gab es ja schon in diversen anderen Ländern, also südländischen Bereich, aber auch in Skandinavien ist es ganz normal. Bei denen ist es ja auch mit den Fahrrädern so, also wenn du mal in Skandinavien unterwegs bist, an jeder Ecke irgendwo so Leihräder, die du super easy mit dem Handy buchen kannst. Eigentlich das gleiche Prinzip wie mit den E-Scootern, nur halt mit Fahrrad. Und teilweise halt auch technisch ein bisschen besser umgesetzt. Ja, und die wurden jetzt in Deutschland abgekippt, mehr oder weniger, anders kann man es gar nicht sagen. In vielen deutschen Städten, ich glaube, 3 Anbieter gibt es, soweit ich weiß. Oh Gott. Ich recherchiere das kurz für euch. Recherchier mal kurz nach, genau. Wir ja, sind total super vorbereitet heute. Es ist auch warm hier. Ah, also, es gibt Tier, es gibt Zirk, es gibt Lime und Voi. Genau, Lime kenne ich noch aus den anderen Ländern, also aus dem südländischen Bereich, da habe ich das schon mal gesehen. Ja, und wie gesagt, die sind jetzt über Deutschland hergefallen und haben gesagt, okay, die gesetzliche Lage erlaubt es jetzt, dass wir eben auch E-Scooter verteilen. Und es ist ja so, dass du mit den Teilen, glaube ich, 20 Stundenkilometer fahren kannst. Die werden aber wie ein Fahrrad behandelt. Das heißt, du musst auf den Radwegen fahren oder auf der Straße. Und jetzt muss man sich mal überlegen, so eine Stadt wie München oder so, da fahren dann die mit diesen E-Scooter-Gurken ohne fahren Helm dann auf der Straße. Weil die sind ja nicht dabei. Ohne Helm. Und die sind ja auch nicht schnell, genau. Sagen die meisten. Da die haben ja nur ja 20 km/h. 2 Schritte schneller laufen, so ungefähr. Und Kollege von einem anderen Podcast, Grüße gehen raus, Bits und so Podcast, der hat das getestet und der hat gemeint, also auch in München hat er das getestet und der hat gemeint, ein Kollege ist mit der U-Bahn gefahren und er ist mit dem E-Scooter gefahren, der mit der U-Bahn war schneller als er. Das ist ja auch so ein Punkt, wo man sagt, also man ist nicht wirklich schneller, nur weil man auf einem E-Scooter unterwegs ist. Klar, man ist flexibler vielleicht, weil U-Bahn hat halt Start- und Haltepunkt, E-Scooter kann ich mehr oder weniger fast überall rumfahren. Aber ich muss die ja dann auch irgendwo wieder hinbringen in einer gewissen Zone, in einem gewissen Radius. Und das ist halt auch wieder so ein Ding. Und was mir absolut den Vogel rausgeschossen hat, bei euch gibt es ja Öffnungszeiten für die E-Scooter. Das heißt, du kannst die nur bis 22 Uhr nachts benutzen. Also so eben mal mitten in der Nacht da durch die Gegend gurken, das kannst du vergessen. Was ja eigentlich auch cool wäre, wenn nichts mehr fährt oder wenn, keine Ahnung, dann wäre es ja cool, wenn man sagt, okay, man fährt mit einem E-Scooter irgendwie heim, aber das geht ja auch nicht. Das ist ja auch Quatsch. Dann das andere, der Aufwand, da fahren dann nachts Mitarbeiter mit ihrem Privatfahrzeug zum Teil, ne? Muss man auch mal festhalten. Da genau. Fahren Leute mit Privatfahrzeug durch die Städte, sammeln die Dinge ein, geiern da auf die Teile, weil je mehr sie laden bekommen, desto mehr verdienen sie. Also allein sowas schon genau. Teilweise, ich würde wetten, dass die Leute dann nachts auch teilweise durch die Stadt rasen und so Sachen, einfach jetzt mal so, weil das sie halt gut ne, sein. Danach ja, bezahlt klar, weil, werden. Ja, man muss dazu sagen, wie ist das Ganze entstanden? Das sind ja alles Startup-Unternehmen, also es gibt kein Unternehmen, das E-Scooter vermietet, was schon etabliert ist, weil dieses Modell gibt es halt noch nicht so lang und da gibt es einfach keinen, es gibt einen recht großen, das ist glaube ich Lime, die sind mit am größten, aber ansonsten kannst du nicht sagen, dass es gefestigte Unternehmen sind. Also da werden auch noch einige, sag das ich mal, wie pleite das mit gehen. O-Bike in München, wo ich habe damals getestet, habe auch am ersten Tag gemerkt, es war scheiße, habe meine Kaution wieder rausgezogen, weil die hatten ja damals, glaube ich,
irgendwie, was war das, für Studenten und Schülern Auszubildende 75 Euro, für alle anderen 190 oder so. Und die sind ja dann auf einmal weg gewesen von der Bildfläche und die ganzen Leute haben ihre Kaution nie wieder gesehen. Also das kann da genauso laufen. Ja, also das ist alles so ein unklarer Punkt noch und auch, sag ich mal, diese, wie das halt in Deutschland geregelt ist, es ist teilweise überreguliert, teilweise ist gar nicht reguliert, das ist halt alles so ein bisschen, an manchen Punkten hat man sich unnötig lang aufgehalten, und an manchen Punkten einfach gar nicht drüber geredet. Und diese, klar, diese Freelancer, okay, das kann man machen, aber eigentlich ist es intelligenter zu sagen, okay, man bietet auch die Möglichkeit, irgendwo die Dinger stationär zu laden, dass man irgendwelche Sammelpunkte hat oder irgendwas. Das macht eigentlich in meinen Augen mehr Sinn als nochmal, und da kommen wir wieder zum Thema Umweltschutz und Ökobilanz, wenn dann irgendwelche Leute da mit einem Diesel durch die Gegend ballern und die Dinger einsammeln, aufladen, wieder irgendwo hinlegen. Das ist ja auch alles andere als ökologisch. Da muss man auch noch überlegen, wie man das in den Griff bekommt. Wo du es gerade sagst, mit dem... mit dem, also genau, die müssen jetzt zum einen gewartet werden, zum anderen, die Hersteller haben zum Teil ja eine Lebenserwartung von nicht mal von einem halben Jahr angegeben von den Teilen, also das ist ja auch gar nicht nachhaltig. Nee, nachhaltig ist was anderes, ich meine, die müssen ja auch billig hergestellt werden, weil man zahlt ja jetzt auch nicht so viel dafür, das ist wie mit diesen Billigleihrädern, wo ja auch, sag ich mal, in den skandinavischen Ländern die Leihräder eine ganz andere Qualität haben, weil die einfach nicht so billig rausgerotzt werden, sondern das sind halt richtig stabile Räder mit einem Bordcomputer drauf, den du auch für Navigation und sonst was benutzen kannst. Davon träumt man in Deutschland. Also da wird irgendwie, da kommen dann irgendwelche Billiganbieter, teilweise ja auch aus dem asiatischen Bereich, die dann da ihre Leihräder und Roller auf den Markt knallen. Das ist halt ein ganz anderer Unterschied, ne? Ganz andere Qualität. Und ja, Material braucht man nicht drüber reden. Das Zeug wird wahrscheinlich alles super billig irgendwo in China gefertigt, kommt dann über einen Container hier nach Deutschland. Und wenn so ein Ding kaputt geht, ich glaube nicht, dass es repariert wird, sondern es wird einfach weggeschmissen. Also Kleinigkeiten mit Sicherheit werden da Kleinigkeiten getauscht, aber ich kann mir nicht vorstellen, wenn das Ding jetzt einen etwas größeren Schaden hat, dass man da sich die Arbeit macht, weil das ist gar nicht vorgesehen in diesen Geschäftsmodell, dass man da irgendwie große Reparaturen durchführt. Und also es bleibt spannend, definitiv, aber ich muss ganz ehrlich sagen, für mich aktuell ist es keine Option. Was auch noch interessant ist, die Polizei reibt sich mittlerweile auch die Hände, gerade in München, weil die halt sehr gerne jetzt Leute rausfischen, die halt sagen, ja mei, jetzt habe ich was getrunken und jetzt fahre ich halt mit dem E-Scooter. Ja, das Ding wird aber behandelt wie ein Fahrrad. Das heißt, wenn du da drauf besoffen durch die Gegend gurkst, ist der Lappen weg. Das passiert ganz, ganz häufig in letzter Zeit in München. Das ist irgendwie... Ja, was aber in München, und das ist auch witzig, sehr häufig passiert, ist, dass sie mittlerweile auch Fahrschulen kontrollieren, weil sie nämlich gucken wollen, ob die Fahrschüler nüchtern sind oder ob die vielleicht mal einen durchgezogen haben. Das wurde mir auch so berichtet. Also das ist auch ganz, ja, das ganz interessant. Ich öffne heimlich leise mein Bier, mein Fahrlehrer. Was machst du da? Ja. in München gehen. Nein, das ist echt. Ja, das ist... ja, da geht die bayerische Wirtshauskultur dann doch ein bisschen zu weit an manchen Punkten. Ja, aber das mit den Öffnungszeiten ist wirklich lächerlich. Also ich meine, es gibt ja durchaus Use Cases. Ich denke jetzt gerade zum Beispiel an Schichtarbeiter oder so, die in der Nacht durch die Gegend gurken. Die könnten dann, was weiß ich, von der Wohnung bis zum Bahnhof mit so einem Ding gurken oder so. Also so ist das ja nicht, aber naja. Ja. Das wäre halt echt eine Option. Die Bremse ist natürlich auch interessant, weil... Weißt vielleicht du das? Vielleicht kannst du sagen, von denen, die wir in Münster ausprobiert hatten, von den vier Modellen war bei dreien die Bremse zum Teil so im Arsch oder gar nicht richtig funktioniert, dass ja lebensmüde. Da kannst du ja schneller abspringen. Oder zum Teil, wie du auch vorhin schon Sachen mit den... Musst halt wie beim Longboard dann oder mit dem Fußbremsen. Der eine dann. Kollege hatte einen, da war hinten dieses Schutzblech, dieses Minischutzblech fürs Rad, war so im Arsch, dass die ganze Zeit ins Rad hinten rein, hat das Hinterrad blockiert. So. Geil. Bei den Bremsen wollte ich darauf hinaus, dass es ja für Deutschland eine extra Edition gibt, weil das gibt es nur in Deutschland, dass die sowohl eine Vorder- als auch Hinterradbremse haben müssen, die E-Scooter. Das wusste ich auch nicht, das habe ich neulich gelesen. Das gibt es nur in Deutschland. Das
ist in anderen Ländern gar kein Thema gewesen, aber in Deutschland ist es gesetzlich so geregelt, wo natürlich auch die Anbieter dann richtig Bock drauf hatten, in Deutschland E-Scooter rauszuhauen, weil da mussten sie natürlich wieder andere anfertigen. Ich muss ehrlich sagen, brauchst du eigentlich nicht unbedingt. Es wäre eigentlich wichtiger gewesen, die Bremsen dafür besser zu machen, dass sie nicht so oft kaputt gehen und dafür einfach nur eine ganz normale Bremsung reinmachen. Aber nein, es sind eben Vorder- und Hinterradbremsen drin und die gehen halt, wie du sagst, relativ schnell kaputt. Toll. Hat man auch nichts gewonnen. Ich habe hier noch passend dazu gerade was gefunden, relativ aktueller Artikel vom Spiegel, der ist auch noch gar nicht so alt. Und zwar hat man, wenn man sich mal die Zahlen anschaut, festgestellt, dass das Ganze, also eigentlich war es so gedacht, dass eben damit auch private Fahrt mit dem PKW und so weiter wegfallen, aber in der Regel die meiste Nutzung immer am Wochenende passiert und die meisten, also das zumindest kommen sie bei dieser Auswertung daraus, das Ganze eher als Spaßmobil genutzt wird, aber kein wirklicher Ersatz für private PKW oder andere, mobile Verkehrsmittel macht. Bin ich aber ganz ehrlich, das sehe ich genauso, weil ganz ehrlich, ich würde das Ding auch nur benutzen für Strecken, die ich sowieso zu Fuß gehen würde. Wo ich sage, da wäre ich zu Fuß gegangen, aber hey, da steht ein E-Scooter, ich bin zu faul zum Laufen. Dann nehme ich jetzt mal den E-Scooter und zahle dann, was weiß ich, einen Euro dafür. Also das ist halt auch eine Geschichte, da zu denken, okay, dann würden die Leute nicht mehr mit dem Auto fahren, ist, glaube ich, Quatsch. Da finde ich zum Beispiel in München oder in Berlin dieses ganze dass du mit dieser Elektroschwalbe rumfahren kannst, mit der Emmy, finde ich noch deutlich sinnvoller. Da kannst du nämlich so mal längere Strecken fahren, noch mal wen mitnehmen, gescheit. Okay. Preislich bist du auch bei 19 Cent. Aber da hast du wenigstens ein richtiges Verkehrsmittel, weil du bist auf der Straße und auch wenn es nur 45 oder 47 sind, die es fährt, ist halt einfach, du bist halt nicht irgendwie in diesem Zielspalt. Ja, auf dem Fahrradweg fahren sie dich alle um auf der Straße, aber genauso, ja, toll, was machst du dann? Ja, eben, also das ist auch Quatsch. Ja. Also da kann man sich auch nicht wirklich angenehm fortbewegen. Ich hätte immer Angst, also ganz ehrlich, wenn ich mit dem Fahrrad fahre, wenn ich mir überlege, fahre ich auf Fahrradwegen, die sind eh schon teilweise zu eng und hier in München voll, dann muss ich auch noch darauf achten, dass jemand, der da vielleicht, wer weiß, vielleicht sogar angetrunken, auf so einem E-Scooter rumeiert und München ist alles möglich. Was sind das, so 6-7 Zollrädern, fährst du halt einfach nur noch nicht so gerade und nicht so, ich sage jetzt mal einfach, schlangenlinienfrei, wie wenn du auf einem Fahrrad mit größeren Rädern bist. Das ist halt was ganz anderes. Und ich meine, es kann halt auch nicht jeder immer perfekt fahren. Nur da sind junge Leute von jung bis alt. Der eine hat vielleicht ein bisschen Gleichgewichtsprobleme oder so. Und dann fahren die da auch noch auf dem Radweg rum. Also, und vor allem auf der Straße ist ja noch schlimmer. Ja. Ja, also da bin ich voll dabei. Also da, ich bin ganz ehrlich kein großer Fan davon. Und ich meine, ich verstehe, dass es Spaß macht. Aber ich glaube halt, dass es weder nachhaltig ist, noch irgendwie die Abgase in den Städten reduziert. Ich glaube, um jetzt mal ganz weit in die Zukunft zu schauen, was interessant werden könnte, wären so autonome Taxis, so E-Taxis, wo du dich dann einfach reinsetzt, sagst, du willst da und dahin und dann fährt dich das Ding autonom dahin. Ich glaube, das würde wahrscheinlich mehr bringen in der Stadt, wo du das so ein autonomes Taxi vielleicht dann auch per App rufen kannst und sagst, ich bin jetzt hier zu Hause und hol mich mal bitte ab, ich möchte zum Bahnhof oder Flughafen. Ich glaube, dass das wahrscheinlich eher nachhaltig wäre, aber soweit sind wir noch nicht. Das wird noch einige Jahre dauern, vielleicht sogar Jahrzehnte, man weiß es nicht. Ich hoffe, dass ich es noch erleben werde, weil das finde ich wirklich praktisch. Und das ist was, glaube ich, da könnte man wirklich den Autoverkehr reduzieren. Dass du dann, da muss natürlich auch die Technik dahinter stehen, also sprich Digitalisierung, das muss in eine ordentliche App gegossen werden und es muss halt einfach bequem sein, dass man sagt, hey, ich war jetzt auf einer Party, ich möchte wieder nach Hause oder ich möchte zum Flughafen oder zum Bahnhof und ich möchte aber nicht selber fahren oder ich kann aus diversen Gründen nicht fahren und ich buche mir einfach mal so ein Taxi und das kommt einfach vorbei und das ist noch preiswert, weil das einfach autonom fährt und weil das mittlerweile dann Massenware ist und ich glaube, das macht Sinn. Und dann sitze ich da drin auch warm und trocken und habe vielleicht noch meine 10 Koffer mit eingepackt und fahre dann da zum Bahnhof oder Flughafen. Ich glaube, das hat mehr, das ist nachhaltiger und das macht mehr Sinn als diese E-Scooter. Und E-Scooter ist halt eher so ein Fun-Faktor. Ja, ich sehe schon, also keine Ahnung, ich glaube, das ist jetzt wie andere Sachen, wo wir auch gleich drüber sprechen, so ein bisschen so ein Hype, vielleicht hält der ein bisschen länger, aber
Ich kann mir halt auch gut vorstellen, dass in ein paar Monaten, wenn das Ganze dann abgeflaut ist, das deutlich zurückgeht, dass dann, wie wir schon gesagt haben, vielleicht der ein oder andere vielleicht durchaus auch insolvent geht oder abfällt oder die fusionieren oder die Dinger dann auch einfach da rumstehen oder was auch immer damit passiert. Ich meine, gut, E-Scooter, die sind jetzt noch ein bisschen, was noch ein bisschen mehr Mehrwert als mit uns in München mit diesem O-Bike, das ist ja sehr vorgeprägt, weil die haben ja, ich glaube, binnen einer Nacht 6.000, 7.000 dieser Dinger in München verteilt. Aber das ist halt genau das und da glaube ich halt auch einfach, das ist aktuell einfach, wir haben es ja auch in wo ich in Münster war, einfach ausprobiert, das war ein Weg, den hätte ich locker zu Fuß gehen können, dachten uns, wir probieren es halt mal, aber ich dachte mir jetzt auch ganz ehrlich, also ich habe die App wieder deinstalliert, weil ich sehe einfach keinen Mehrwert für mich da, vor allem wo ich jetzt nicht mehr direkt in München, sondern im Landkreis wohne, hier ist sowieso MVG-Räder, gibt es hier noch, also uns diese Leihräder von der MVG, aber sowas gibt es hier nicht mehr und ja. Für die Leute, die München nicht kennen, das ist halt der lokale Stadtwerke-Verkehrsbetrieb, der an den Stadtwerken angekoppelt ist, die MVG. Ja, das ist, glaube ich, also das macht vielleicht auch mehr Sinn, sowas einzusetzen, als eben diese E-Scooter. Und ein Fahrrad ist halt doch immer noch ein Fahrrad und kein so ein klappriger Roller, also der aus China kommt. Das MVG-Rad ist wirklich eine gute Sache. Du hast diese Station, wo du es abstellen kannst, aber du kannst halt eben auch echt Preis, also maximal 12 Euro am Tag und sonst sind es, keine Ahnung, wird es halt sekundengenau abgerechnet und ich bin bisher ein paar Mal damit gefahren, vor allem die Dinger sind nicht ultra scheiße, die werden auch wirklich gewartet und da weiß ich auch, es funktioniert, da brauche ich keine Angst zu haben, dass die Bremse also wirklich gar nicht funktioniert. Da steht halt auch kein Startup dahinter und die MVG glaube ich nicht, dass die damit Gewinn erwirtschaften halt will. Dienst, die haben das halt als Sparte mit drin. Genau, und das tut sich halt quersubventionieren und für die ist es halt eine gute Werbung, weil dann bei den Bürgern eben die MVG in der guten Erinnerung ist, weil die sagen, hey, die haben auch gute Leihräder, das funktioniert. Und ich glaube, ihr habt ja auch diese MyMVG-App oder ist jetzt, so. Du kannst auch über das Carsharing, wirst du weitergeleitet übrigens. Das E-Scooter ist so, dass das MVG in Verbindung mit Tier irgendwie kooperiert. Ah ja, genau. Das ist ja auch so ein Ding, da ist München halt auch sehr weit schon. Ihr habt ja dann auch diesen M-Login, wo man versucht jetzt mehrere Dienste, also aktuell ist es noch grottig, so was ich gehört habe von Leuten. Ja, funktioniert nicht so gut. Ich kann jetzt auch umstellen, das ist ein bisschen nervig, aber die Idee dahinter ist auf jeden Fall gut. Ja. Die Idee ist gut. Genau, ich habe einen Login, der über die Stadtwerke kommt oder über die Stadt eigentlich und dann kann ich mich bei diversen Diensten einloggen damit. Das wird natürlich noch einige Jahre dauern, man kennt es, bis es gut funktioniert und wenn dann die Stadt München auch noch von Linux auf Windows umstellt, dann dauert es noch mal ein bisschen länger. Aber gut, wir werden es sehen. Aber das sind alles so Sachen, die können halt aktuell diese Startup-Unternehmen einfach nicht bieten, weil die sind halt noch sehr klein. Die müssen jeden Cent zweimal umdrehen und im Zweifelsfall sparen sie halt an der Wartung. Dann wird halt irgend so ein, keine Ahnung, 2-Euro-Jobber nachts rumgeschickt, der dann die Dinger einsammelt. Und wie du sagst, der wird ja nicht bezahlt nach Stunden, sondern nach Geräten oder nach Rollern. Das heißt, der wird auch nicht sehr viel Zeit damit verbringen, das Ding irgendwie zu warten oder drüber zu gucken, sondern der sagt, ach, das geht schon noch und Hauptsache aufgeladen und Hauptsache ich kriege die Gebühr für den Roller. Und das ist halt auch irgendwie bescheuert eigentlich. Das ist eigentlich total Quark, stimmt. Ja. Naja, wir gucken mal, aber ich meine, es wird ein Thema werden in den nächsten Jahren, halt diese neue Mobilität, E-Mobilität, egal in welcher Facette, wie gesagt, E-Taxi wäre auch eine Idee und mal gucken einfach mal, wie das weitergeht. Das kann auf jeden Fall interessant bleiben und auch, wie sich das entwickelt mit den Rollern. Ich meine, aktuell sind alle gehypt, jeder will es mal ausprobieren, dadurch nehmen die natürlich jetzt erstmal Geld ein. Ist für die Startup-Unternehmen natürlich auch schön, weil die können dann erstmal ein bisschen planen. Die können mit dem Geld vielleicht Schulden bezahlen und was weiß ich. Aber muss man halt mal gucken, wie sich das in den nächsten Jahren dann weiterentwickelt. Jo. Gut. Ich meine, ein was noch, bei uns auf dem Land stellt sich die Frage nicht. Ja. Gell, Georg? Da ist das. Also, wir können das gar nicht verstehen auf dem Land, was das da jetzt für eine Diskussion da ist. Da reichen die 30 Kilometer Reichweite der nächsten dort nicht. Ja, und wenn, dann holt man sich ein Mofa. Ich sag mal so, du bist froh. Ja. Genau, du bist froh, wenn einmal am Tag der Bus fährt im Dorf, ne? Das ist halt so. Aber gut. Anderes Thema, etwas schöneres Thema vielleicht. IT-Sicherheit im Urlaub. Also, ich meine, wenn es nicht klappt, ist nicht schön, aber.
Genau, aber Urlaub ist ja erstmal ganz schön. Einige Leute sind ich jetzt auch im Urlaub, bei mir kommt's noch. Ja, gut. Aber wie gesagt, man muss da auch was beachten. Und das ist genau der Punkt, weil viele Leute fliegen jetzt weg oder fahren einfach irgendwo hin. Und ich möchte es einfach nochmal zum Anlass geben, weil ich glaube nicht, dass jetzt jemand, der in Urlaub fährt oder fliegt, sich Gedanken über IT-Sicherheit macht. Ich schon, weil es ist mein Job. Aber deswegen möchte ich euch das einfach mal ein bisschen näher bringen, was es da so für Sachen gibt, die ich halt jetzt zum ersten Moment sehe, wo es eigentlich kritisch werden kann. Und der Klassiker ist eigentlich so die Geschichte mit den Kreditkarten im Urlaub. Das ist halt immer so eine leidige Geschichte. Ich bin im Urlaub, möchte irgendwo bezahlen. Und da muss man halt einfach aufpassen, wo man seine Karte reinsteckt. Muss man ganz einfach sagen. In manchen Ländern. Ja, ja, genau. Genau, wenn man in Thailand Urlaub ist, sollte man auch andere Sachen aufpassen. Nein, genau, man sollte aufpassen, wo man die Karte eben reinsteckt, in welches Lesegerät. Es gibt dann auch so lustige Sachen, dass die halt doppelt abgebucht werden. Man sollte auch kritisch sein, wenn jetzt zum Beispiel der Kellner dann zweimal die Karte braucht, weil angeblich irgendwas nicht funktioniert hat. Da gibt es ja auch zum Glück mittlerweile von den Banken recht gute Apps, die dir auch sofort, also ich bin bei der ING, soll jetzt keine Werbung sein, aber ich kriege relativ schnell eine Push-Notification, wenn was abgebucht wird. Und das ist teilweise so, ich ziehe die Karte raus und dann kriege ich schon auf dem Handy eine Push-Notification. Und dann kann ich schon sehen, okay, was wurde wirklich abgebucht. Und dann kann ich mir den Typen auch nochmal krallen, wenn ich im Café sitze und ich sehe, da ist zweimal abgebucht worden. Das ist der Punkt. Natürlich, klar, muss man mal gucken, ob das dann auch wirklich was bringt, wenn ich den Kellner dann irgendwie nochmal darauf anspreche, aber zumindest merke ich es relativ schnell. Oder zum Beispiel, was auch seltsam wäre, wenn die App für gewöhnlich relativ schnell abbucht, wenn ich dann überhaupt keine Abbuchung sehe, weil dann könnte es bedeuten, dass einfach nur die Kreditkartendaten abgefischt wurden und vielleicht in den nächsten Tagen abgebucht wird und dann sollte ich vielleicht die Kreditkarte sperren. Das Gleiche, also was vielleicht ein Tipp wäre, nimmt natürlich nicht jeder an, aber was man vielleicht machen könnte, so eine Prepaid-Kreditkarte für den Urlaub, dass man einfach sagt, okay, da lade ich immer was auf. Heutzutage kann man solche Prepaid-Kreditkarten auch online bequem aufladen. Das heißt, ich könnte im Hotelzimmer sitzen und mit meinem Laptop die Karte aufladen. Wenn ich heute an den Strand gehe, da lade ich mir 100 Euro drauf oder 50 Euro und dann weiß ich, okay, im schlimmsten Fall aller Fälle sind einfach diese 50 Euro weg und nicht mein ganzes Konto leergeräumt. Und ich habe den Ärger und ich merke das vielleicht erst zu spät. Thema Hotelzimmer, da sind wir dann gleich beim nächsten Punkt. Wenn ich das dann machen möchte, dann sollte ich vielleicht auch mal gucken, in was für Netzen bewege ich mich denn da. Bestenfalls benutze ich einen VPN-Tunnel. Das heißt, ich nehme VPN-Client, gehe damit ins Internet, weil man weiß halt nicht, was so alles in so einem WLAN-Netzwerk rumkreucht und fleucht. Und was halt auch immer sehr vernachlässigt wird, ist das Thema, naja, jetzt habe ich einen VPN-Tunnel, aber mein Gerät, nichtsdestotrotz, ist ja trotzdem im WLAN erreichbar. Das sollte darauf achten, dass die Windows Firewall, Windows 10 Firewall zum Beispiel, den Status öffentlich hat und dass die auch eingeschaltet ist. Viele schalten die zu Hause ab, wenn sie das Notebook zu Hause haben, ist natürlich auch keine gute Idee. Aber wenn ich in fremden Netzen bin, soll ich auf jeden Fall die Firewall komplett aktiviert haben. Und da gibt es extra bei Windows diese Zonen, die gibt es, glaube ich, seit Windows Vista, wo man dann sagen kann, ich befinde mich in einem öffentlichen Netz, also mach bitte alles dicht, ich befinde mich im privaten Netz oder im Firmennetzwerk und dahinter steckt halt ein gewisses Regelwerk. Und wenn ich sage, ich bin im öffentlichen Netz, dann werden halt eingehende Verbindungen mehr oder weniger komplett deaktiviert. Weil, was nämlich auch schon vorgekommen ist, in Hotels gibt es Leute, die im WLAN sitzen, darauf warten, dass da Geräte sich einloggen und die versuchen, die Geräte dann einfach mit einem Trojaner zu infizieren. Und wenn die dann halt irgendwelche Schwachstellen finden, ich sag nur SMB-Lücke damals, dann ist das Gerät infiziert. Oder wenn jetzt wirklich ganz schlampige Hotels selbst infiziert werden und die Rechner vom Hotel, gibt's alle schon, ich habe schon mal in einem Hotel übernachtet, wo ich den Drucker von der Rezeption ansteuern konnte, aus dem Gäste-WLAN. Wenn sowas natürlich der Fall ist, dann kann es passieren, dass der Rechner von der Rezeption mein Notebook infiziert. Und das will keiner. Das heißt, da muss ich auf jeden Fall drauf achten und da schützt mich auch kein VPN, weil mein Gerät ist ja in dem WLAN drin.
Na, und baut ja nur die ausgehenden Verbindungen über den VPN auf, aber eingehende gehen natürlich weiterhin, weil das Gerät ja drin ist im WLAN-Netzwerk. Und deswegen sollte man da auf jeden Fall darauf achten, dass man die Schotten dicht macht und da keinen reinlässt. Naja, und was auch so ein Thema ist, was man ja nie hofft, aber was halt auch passieren kann, dass eben so ein Gerät auch komplett kaputt geht, geklaut wird, kaputt geht. Das heißt, ich mache vorher auf jeden Fall nochmal ein Backup, bevor ich in Urlaub gehe und ich habe ein Notebook, wo wichtige Daten drauf sind. Ich mache trotzdem nochmal ein Backup. Einfach, um sicher zu gehen, wenn das Gerät komplett kaputt geht oder auch geklaut wird, dass die Daten nochmal irgendwo liegen. Backup ist immer gut und kein Backup ist auch, ja, kein Mitleid. Ja, was gibt es noch so? Da habe ich mehr oder weniger passend dazu. Traut nicht blind solchen Hotel-Safes. Also das mag alles immer schön gut erscheinen. Oh, ja. Punkt 1 ist, die haben in der Regel immer einen Rückstellungsschlüssel, dass, wenn jemand mal wirklich seinen Code vergisst, dass die natürlich das Zeug noch rauskriegen können. Der viel schlimmere Punkt ist aber, habe ich letztens ein ganz interessantes Video gesehen, können wir vielleicht auch drunter verlinken oder vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Ich glaube, das habe ich sogar gesehen. Ja. Da wollte ich gerade noch drauf eingehen. Wo der gute Mann mit einem beherzten Schlag auf die Safe-Tür oben drauf haut, einmal an der Tür dabei zieht. Und das Problem ist, dass das im Prinzip nur so ein kleiner Sperrbolzen ist, der mit einer Feder zurückgehalten wird. So, wenn du fest genug drauf haust, durch das Gewicht von diesem Bolzen, geht der kurz auf und der Safe ist offen. Das hat er bei dem billigsten Hotel-Safe bis hin zu echt teuren gehabt. Und konnte es bei mehreren reproduzieren. Teilweise zwei, dreimal draufgehauen und offen ist das Teil. Krass. Das ist halt ein leidiges Thema. Hotel-Safe ist halt leider nicht ganz sicher. Und man nutzt es natürlich gerne, weil man nimmt natürlich keinen eigenen Safe mit in Urlaub. Ist irgendwie ein bisschen komisch. War doch ein anderes Video. Ich wollte eher auf eine andere Thematik eingehen. Eher die Thematik Social Engineering, da haben nämlich Leute versucht, einfach mal in der Rezeption anzurufen oder bei der Rezeption und zu sagen, hey, ich bin gerade im Zimmer XY. Also ich fange mal von vorne an, die haben es eigentlich ganz anders gemacht. Die haben gewusst, okay, der Hotelgast, der geht, was weiß ich, ist jemand, der geht halt auf Ausflug, wie auch immer, und haben dann früh mit der Putzkolonne sind die in das Zimmer rein und haben einfach gesagt, ja, ich bin der Gast, lassen Sie sich nicht stören, putzen Sie ruhig weiter. Und wie die dann raus sind, sind die einfach im Zimmer geblieben. Und die Reinigungskraft hat halt nicht mehr hinterfragt, ist es jetzt wirklich der Hotelgast? Jetzt waren die allein im Zimmer. Und dann haben die einfach über das Zimmertelefon an der Rezeption angerufen. Und wenn das passiert, dann hinterfragt doch die Rezeption nicht, ist es jetzt wirklich der Hotelgast oder ruft mich da irgendjemand anders an? Weil es ist ja die Nummer vom Zimmer. Und die haben da angerufen und gesagt, hey, wir kommen nicht mehr an den Safe ran. Und dann haben die den Hausmeister eben mit dem Generalschlüssel hochgeschickt und haben einfach den Safe aufgemacht. Haben die Sachen rausgepackt, haben sich noch nett bedankt und sind dann einfach rausgegangen aus dem Hotel. Zeug, ja. Safe leer. Und kein Mensch kann nachvollziehen, was da passiert ist. Und das ist einfach eine Geschichte, dessen muss man sich bewusst sein. Es ist schwierig, muss man ganz ehrlich sagen, da Alternativen zu finden, die besser sind. Aber Hotel-Safe ist leider Gottes sehr schwierig. Da ist wahrscheinlich sogar noch ein Safe oder ein Schließfach an einem Bahnhof wahrscheinlich noch sicherer, zumindest in Deutschland, als ein Hotel-Safe, muss man wirklich so sagen. Genau, was auch noch so ein Ding ist, das Thema Notruf von Kreditkarten, also sprich die Sperrnummern, die sollte ich sowieso generell im Handy abgespeichert haben. Also würde ich euch empfehlen, guckt mal nach, habt ihr die abgespeichert. Aber auch allgemein würde ich vielleicht mal, wenn ich in ein Urlaubsland fahre, vielleicht mal recherchieren im Internet, gibt es denn irgendwelche Notrufnummern von dem Land, die ich mir vielleicht auch gleich im Handy abspeichern könnte. Ist nie verkehrt. Einfach so ein allgemeiner Tipp mal. Kann man machen. Was man vielleicht auch machen könnte, ist mal beim Handy vor allem einfach mal alle Updates installieren. Das geht ja recht schnell bei Android. Einfach einen Play Store aufmachen, sagen, hier, installieren wir alle Updates. Ist auch nicht verkehrt. Was absoluter Muss eigentlich ist bei Reisen, PIN-Code im Handy, besser noch vielleicht mit Fingerabdruck noch gesichert, besser kein Face-ID, aber auf jeden Fall das Handy sperren lassen, automatisch auch sperren lassen, also nicht erst, wenn man selber drauf geht, sondern auch automatisch sperren lassen. Und das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Was mir noch einfällt, ist auch eine ganz beliebte Sache,
Nicht einfach blind das Handy an irgendeinem USB-Port anstöpseln zum Laden. Also das wollte ich als nächstes sagen. Dann nimmt ein beschissenes Kabel, wo einfach wirklich nur Stromleitung drin ist und keine Datenkabel. Weil das ist einfach genauso, wie ich sehe morgens immer die Leute, die im Bus bei uns hier in der MVG, manche Busse, die haben USB-Ports. Ich würde im Leben nicht mein Handy da anstecken. Dann nimmt man am besten eine Powerbank oder sowas. Aber nicht an irgendeinem öffentlichen USB-Teil. Es gibt ja sogar im Eiffelturm, auf dieser Zwischenplattform gibt es ja sogar, das Handy anstecken zum Laden. Es gibt Powerbanks, die nicht zu teuer sind. Wer was Gutes haben will, kauft sich eine von Anker zum Beispiel. Keine Werbung, kriegt kein Geld dafür, aber ich habe gute Erfahrungen mit denen gemacht. Und die Dinger, die haben eben die Möglichkeit zu laden und gleichzeitig halt auch den Strom wieder rauszulassen. Und da hat ein Angreifer keine Chance mit einem manipulierten USB-Port, den er irgendwo anbietet. Am besten noch irgendwie eine Pommesbude irgendwo am Strand, die am Stehtisch irgendwie so ein USB, habe ich auch schon gesehen, so ein USB-Port anbietet. Es ist alles ganz nett, aber es kann halt passieren, dass darüber auch ein Angriff gestartet wird und der muss nicht unbedingt auch von dem Betreiber ausgehen. Da kann einfach sich mal jemand zu schaffen gemacht haben an dem Ding, wenn es abends oder nachts außen stand und keiner hat es mitgekriegt und der greift dann fröhlich irgendwelche Daten ab von den Smartphones. Also da dann immer ein Kondom einbauen für das Aufladen vom Smartphone. Ja. Ist auf jeden Fall mittlerweile eine gängige Praxis, um auch Angriffe zu fahren gegen Geräte. Ja. Was mir auch noch einfällt, gibt es sehr selten, aber doch auch durchaus mal, dass man halt irgendwie, weiß ich nicht, als kleines Geschenk oder auch von irgendeinem Seminar gibt es ja auch mal, dass man einen USB-Stick bekommt. Also ich stecke nicht blind irgendeinen USB-Stick, den ich da irgendwo habe, an meinen Rechner an. Du weißt immer nie, ne? Da kann genauso gut was drauf sein. Das mag jetzt vielleicht teilweise alles auch ein bisschen paranoid klingen, aber es ist leider nun mal so, es geht heute so schnell. Schnell sind deine Daten entweder im Internet oder weg oder was auch immer, dein Konto leergeräumt. Da kannst du halt nichts mehr machen. Und wenn es dann über die ausländische Grenze mal weg ist, dann hast du aus Deutschland heraus sowieso keine Chance mehr. Genau, also was auch ein Riesenthema ist zum Beispiel ist das Thema Internetcafé. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da kann ich nur komplett von abraten. Also wenn ihr in Urlaub fahrt, nehmt bitte euer privates Gerät mit, sichert es ab, aber geht nicht an irgendeinen Internetcafé-Rechner. Könnt ihr machen, aber dann ruft bitte nur wetter.de ab oder Spiegel Online oder unsere Website, aber nicht einloggen. Weil das Problem bei diesen ganzen Computern ist, zum einen, da sitzen Leute dort, die vielleicht das Ding auch verseuchen bis zum geht nicht mehr. Und zum anderen kann es halt auch sein, und das ist halt immer ein bisschen blöd, aber weil es so klischeehaftig ist, aber dass solche Internetcafés auch eigene Interessen verfolgen, indem sie eben da Daten abgreifen, um sie weiter zu verkaufen oder sonst was damit zu machen. Das ist leider so und deswegen würde ich nie im Leben da an so einen Computer gehen und einfach mich irgendwo einloggen. Das gleiche gilt auch fürs Hotel. Hotel-PCs und da am besten noch im Online-Banking drin rumwursteln oder irgendwie bei Amazon irgendwelche Sachen kaufen, absolutes No-Go. Also wenn, dann eigenes Gerät, VPN, abgesichert, Firewall zu, Virenschutz drauf natürlich, auch ganz wichtig und am besten einen, der auch aktuell ist und nicht nur den Windows Defender. Und da haben wir auch schon in der Folge mal lang drüber geredet. Das ist auf jeden Fall wichtig. Und natürlich auch auf dem Notebook die Software aktuell halten. Und für Leute, die gerne mal, und das kann ja bei unseren Zuschauern durchaus sein, auf dem Notebook irgendwas selbst entwickeln, schaut, dass eure Serverdienste auf dem Notebook runtergefahren sind. Wenn ihr irgendwie Xamp oder irgendwas da drauf laufen habt, nicht, dass ihr dann da noch irgendwie eine Einfallsmöglichkeit bietet, dass der Angreifer über den Webserver da irgendwie reinkommt. Ich hab, ja. So. Dann, ja, mach du erstmal, wenn du noch was hast. Was einfällt, wäre, das ist jetzt vielleicht auch eine ganz banale Sache, wenn dich jemand mal nachfragt, ob er das Handy haben kann, telefonieren oder so. Ich weiß nicht, ob es immer noch funktioniert, aber so WhatsApp-Web ist mal schnell ein Code abgescannt, dann kann zumindest der ganze WhatsApp-Verkehr mitgelesen werden oder generell, man weiß nie, wer jemand auch irgendwie in 20 Sekunden mal im Handy irgendwas Böses macht, ne? Und generell auch immer vorsichtig, wenn Leute einem sehr, sehr freundlich mehrfach vielleicht auch anbieten, dass sie ein Foto von einem machen, kann es auch mal schnell passieren, dass er sich umdreht und weg ist mit dem Gerät. Ja, was
jetzt noch so ein Thema ist, und das ist halt wirklich ein leidiges Thema, aber es gibt halt durchaus Leute, die kommen nicht drum rum, auch geschäftlicher Natur, reisen in die USA. Und da gibt es ja eben diesen Scheiß, Entschuldigung, aber das ist einfach so, dass Grenzbeamten da teilweise auf die Geräte gucken wollen. Und das hat zum Beispiel bei uns hier im Team der Felix erst erlebt, wo er letztes Jahr, war es glaube ich, in den USA unterwegs war, dass die halt zum Beispiel auch Social-Media-Accounts sehen wollen. Das heißt, die wollen deinen Facebook-Account sehen, die wollen in WhatsApp reingucken, in was vielleicht noch schlimmer wird, irgendwelche Firmenchats, also Slack und Co. Reingucken. Deswegen sollte man solche Sachen, wenn man einreist, vom Gerät löschen und erst wieder vor Ort installieren, damit eben die Grenzbeamten sehen, okay, das ist halt, natürlich, man kann auch sich irgendwelche Dummy-Sachen überlegen, was weiß ich, einen Facebook-Account, den man mal angelegt hat, aber nicht benutzt und den dann einloggt, damit es nicht ganz unwahrscheinlich ist, wenn ihr so ein Blanko-Handy dann vorzeigt. Aber ihr solltet auf jeden Fall diese Apps vom Gerät löschen und oder halt ausloggen, wenn es geht. Also WhatsApp oder sowas komplett löschen. Denkt auch dran, die Backups vom Gerät zu löschen und woanders hinzulegen. Ihr könnt ja dann theoretisch die Backups, wenn ihr in Deutschland noch seid, auf eure Cloud legen, verschlüsselt und dann in den USA runterladen und dann wieder einspielen. Ich weiß, das ist alles umständlich, aber es ist halt einfach so, dass die Grenzbeamten da reingucken und theoretisch ist es auch möglich, Daten abzugreifen und man muss auch wirklich so sagen, man weiß halt nicht, was da passiert und deswegen sollte man auf gar keinen Fall da eingeloggt bleiben und die gucken sich da alles an. Und das Gleiche gilt auch für den Laptop. Also keine Passwörter rausrücken, das Ding verschlüsselt lassen und die Daten verschlüsselt zum Beispiel in der Cloud absichern. Das wäre eben eine Möglichkeit, die kann man sich dann wiederholen und kann dann in den USA arbeiten und dann kurz bevor man wieder zurückreist, wobei bei der Ausreise ist es kein Thema, weil die deutschen Beamten interessieren sich dafür nicht, aber bei der Einreise ist es halt eben ein Riesenthema und super nervig. Deswegen sollte man die Datenträger auf jeden Fall verschlüsseln und am bestenfalls die Sachen nicht mit reinnehmen, schon gar nicht eingeloggt, die ganzen Sachen. Ein letzter Punkt, der dazu noch einfällt, das Ganze gilt natürlich auch für den Fall, dass ihr Kinder habt, dass ihr bei denen vielleicht auch mal drüber schaut, mal guckt, ja. Trifft das denn alles zu, weil gerade bei denen gibt es im Ausland ja auch viele Fallen, da klicken die mal irgendwo drauf und dann, voilà, dann geht das ganz schnell. Genau. Thema Kinder, wenn ihr mit der Fähre unterwegs seid, die haben mittlerweile auch LTE-Repeater an Deck und da ist das Problem, wenn ihr da, ihr werdet zwar gewarnt, aber manchmal funktioniert es nicht richtig, wenn ihr da im mobilen Datennetz seid, dann wird es relativ schnell sehr, sehr teuer. Also immer an Bord den kostenlosen WLAN-Dienst benutzen, der ist natürlich langsamer, aber der kostet nicht so viel. Also da gibt es Geschichten, wo dann irgendwie, keine Ahnung, der 13-jährige Sohn ein Fortnite-Video auf der Fähre angeguckt hat und dann auf einmal eine Rechnung von 30.000, 40.000 Euro bei den Eltern ankam, weil halt dort das Megabyte 10 Euro kostet. Ne? Und der hat es halt in Full HD geguckt, wie er es zu Hause guckt. Und deswegen darauf sollte man auch achten und da auf jeden Fall nicht das WLAN von an Bord nutzen und eben nicht das LTE, was über den Repeater und dann über den Satellit geht, wenn man mit der Fähre irgendwo unterwegs ist oder Kreuzfahrtschiff irgendwie. Gut, dann habe ich noch einen Punkt, der ist eher trifft auf die Offline-Welt. Man sollte natürlich ein bisschen darauf achten, was man postet. Stichwort Einbrecher. Wenn man natürlich postet, hey, ich bin jetzt 3 Wochen nicht da und am besten noch den Standort postet, ist vielleicht nicht gut. Ne? Weil dann könnte es sein, dass da mal jemand beim Haus vorbeiguckt und denkt sich, ach, da habe ich ja 3 Wochen Zeit. Ne? Das ist ja ganz schick. Deswegen auf jeden Fall mal drüber nachdenken, dass man da vielleicht die Bilder erst im Nachhinein postet und dann auch dazu schreibt, keine Ahnung, unser Urlaub von vor 3 Wochen oder die so postet, dass es eben nur Leute sehen, denen man auch vertraut, also sprich Freunde und Verwandte, aber nicht öffentlich postet, ich bin jetzt hier im Urlaub und 3 Wochen weg. Das wäre sehr blöd. Das stimmt. Gut. Ich glaube, ich bin mit meinem Skript so gut wie ich habe auch gerade mal geschaut beim BSI, das waren so ziemlich auch die Themen, die wir auch angesprochen haben. Ja. Wir haben ja letztes Jahr schon mal drüber geredet, aber ich wollte es nochmal aufgreifen, gerade weil es halt jetzt in Urlaub geht. Was vielleicht auch noch wichtig ist, dass man vielleicht zum Beispiel so
Tickets. Das ist auch so ein Thema, was mich relativ häufig trifft, Flugticket oder halt auch Bahnticket, dass man sich das vielleicht sicherheitshalber nochmal ausdruckt. Man kann es ja digital benutzen auf dem Smartphone, aber wenn das halt dann doch mal streikt, aus diversen Gründen, dass man einfach das nochmal als Backup irgendwo liegen hat oder meinetwegen auch ein USB-Stick, wo dann einfach die PDF nochmal drauf liegt oder das alternativ in der Cloud ablegt. Da gibt es ja diverse Möglichkeiten, aber dass man einfach dann nicht irgendwo am Flughafen steht und dann ja blöderweise kein Ticket hat, weil das Handy irgendwie streikt oder weil es vielleicht sogar kaputt gegangen ist. Das kann ja auch sein, dass das im Urlaub kaputt gegangen ist, überhitzt oder irgendwie sowas. Dann ist es eine ganz schicke Geschichte. Ein Tipp gibt das BSI hier noch, das, weiß nicht, was wir so gesagt hatten. Es gibt ja auch durchaus Möglichkeiten, dass man für hauptsächlich Kreditkarten, weil die Girokarte verwendet man im Ausland jetzt nicht so häufig, Limits einstellt für tägliches Abheben oder generelles Abheben. Genau, das ist eine gute Idee. Das kann man auch bei PayPal machen. Also wenn man PayPal benutzt, um irgendwo im Café zu bezahlen, im Ausland geht es ja mehr als in Deutschland, dann sollte man da vielleicht auch ein Limit einrichten und vielleicht auch die Abbuchung kontrollieren. Wenn man die App installiert hat, sieht man es ja sowieso bei PayPal oder man kann in die E-Mails gucken. PayPal schickt ja jedes Mal auch eine E-Mail. Also das sind alles so Möglichkeiten, die man da hat. Also man ist da nicht komplett wehrlos ausgesetzt, muss man ganz ehrlich sagen. Genau. Gut, was ich jetzt noch hier sehe, ist eine Statistik, wie die Leute im Ausland das Internet benutzen. Und da ist halt 69% sagen, sie benutzen WLAN. Das ist klar, das liegt auf der Hand. Das ist ja in Deutschland Gewohnheit, weil unsere Mobilfunktarife so scheiße sind. Deswegen nutzt man halt auch im Ausland gerne WLAN. 32% sagen mobiles Internet, 21% Internetcafé und sonstige 5% und gar nicht 20%. Wobei die 20% wahrscheinlich von Jahr zu Jahr immer weniger werden. Und weil man halt dann trotzdem irgendwie WhatsApp oder irgendwas benutzt. Oder die Leute wissen gar nicht, dass WhatsApp eigentlich auch Internet ist. Tja. Was man ja auch machen kann, da sollte man vielleicht auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Für die Leute, die es noch nicht wussten, Thema mobiles Internet. Das ist in manchen Ländern durchaus möglich, ohne viel Tamtam, sich da eine SIM-Karte zu buchen, anders wie in Deutschland, wo das halt ein Riesenaufwand mittlerweile ist, mit Bestätigung über Videoident und was weiß ich alles, dass man sich da einfach vor Ort irgendwie an einem Kiosk so eine Prepaid-Karte shoppt und hat dann da irgendwie Datenvolumen bis zum geht nicht mehr und nutzt diese Karte halt dann im Urlaub und danach baut man sie halt wieder raus. Die Möglichkeit besteht ja auch. Ja. Also das ist eigentlich eine ganz schicke Geschichte. Und in anderen Ländern gibt es ja teilweise für 30 Euro unlimitierten Datentarif. Da könnte man sogar noch das Notebook mit dranhängen. Und das ist sicherer als öffentliches WLAN auf jeden Fall. Ja, kann ich mich gerade noch erinnern. Und so, wo ich in Russland war, 13 Euro unlimitiertes Internet. Und du hast selbst in der tiefsten Pampa, wo nur Wald ist, hast du LTE gehabt. Und ich habe da irgendwie auch, weiß ich nicht, die ganzen Bilder 200 Gigabyte hochgeballert, dass nichts passiert. Und weil da ist nämlich so, dass in Russland nicht in jedem Hotel unbedingt WLAN ist. Aber da hat halt auch jeder für 13 Euro unlimitiertes Internet. Also. Richtig, also wenn halt jeder sowieso mobiles Netz bis zum Abwinken hat, dann wird er halt kaum WLAN nutzen. Außer das WLAN ist halt super toll. Und das ist ja auch in den skandinavischen Ländern ist es ja auch so, dass du da halt, da kostet halt 30 Euro. Hast du halt in Finnland, kaufst du für 30 Euro dann so eine Prepaid-Karte. Und wenn du Einheimischer bist, dann sogar nur 20 Euro im Monat. Und dann hast du wirklich Telefon und Internet satt und kannst dich dann durch ganz Finnland bewegen. Ne? Also das ist schon eine geile Geschichte. Das stimmt. Gut. Und klar, EU hast du jetzt auch EU-Roaming. Also von daher, wenn die Tarife roamen, dann ist es mittlerweile ja auch kostenlos, dass du in der EU bis auf halt, gut, ist kein EU-Land, aber Schweiz oder so, hast halt immer noch das Problem, dass du halt dann trotzdem zahlen musst. Aber wenn du jetzt zum Beispiel in Frankreich unterwegs bist oder auch in Finnland zum Beispiel, dann kannst du mit einem Datentarif aus Deutschland dann in dem Land ohne Probleme arbeiten. Wichtig ist halt, dass der Tarif das macht. 99% der Tarife machen das, aber zum Beispiel dieser Freenet-Funk-Tarif für 30 Euro, wir hatten, glaube ich, mal in einem Podcast drüber geredet, der macht es halt nicht. Das ist ein riesen Nachteil, den kannst du im Ausland halt nicht benutzen. Aber dafür kostet er halt 30 Euro, unlimitiert. Ist halt nochmal eine andere Geschichte. Gut, dann gehen wir mal wieder zurück auf die Themen. Ja, aber eigentlich geht es ja gleich weiter mit Urlaub. Ein ganz kurzer
ganz kurzer Hinweis. Ja. Und zwar ist der die thailändische Botschaft in Berlin prüft momentan nach einem Bericht mögliches Datenleck, von dem auch deutsche Touristen betroffen sein könnten. Und zwar ist es wohl so, dass Thailand-Reisende, also mehr als 2000 Thailand-Reisenden, sind ungeschwärzte Kopien von Pässen, Krankenakten und Arzneimittelverschreibungen aufgetaucht, darunter wohl von 130 Deutschen. Und das Ganze ist vermutlich zurückzuführen auf ein Leck beim Gesundheitsministerium in Bangkok, das für die Einfuhr von verschreibungspflichtigen Arzneimitteln sehr strenge Vorschriften hat. Und ja, wie auch immer die da dran gekommen sind, aber da gibt es halt so Inhalte, sei es über Krebserkrankungen, Herzleiden, Methadonbehandlung, psychiatrische Klinikaufenthalte, Handynummern, private Mailadressen und so weiter von den Betroffenen. Ja, nicht so schön. Ja, das ist ja fast wie die Geschichte mit den Influencern, die da auf dieser Kaffeefahrt abgezockt wurden. Das ist ja genau, ich meine, das ist auch eine Masche. Ich habe mir im Podcast drüber geredet, ich weiß gar nicht. Glaube ich sogar. Ja. Ja, okay, also das war ja die Geschichte, wo die da gelockt wurden und es war halt dann doch keine gesponserte Fahrt, sondern die wollten einfach nur die Pässe von denen abgreifen. Weil deutsche Pässe halt richtig was wert sind im Ausland, ne? Weil deutsche Pässe auf dem Schwarzmarkt halt gut zu verhandeln sind. Gut. Ja, gut nicht, aber weiter. nicht gut, aber weiter. Urlaub, wo Urlaub ist, ist auch Hitze nicht weit, gerade wenn es der Sommerurlaub ist und Technik und Hitze, naja, verträgt sich halt nicht immer so gut. Deswegen wollten wir einfach auch da nochmal als euer neues Verbrauchermagazin sozusagen mal drauf einwirken und mal kurz darüber reden, was man denn so machen kann, um einfach seine IT kühl zu halten und halt auch sein Geldbeutel zu schonen, weil die Geräte gehen halt auch kaputt. Und das ist halt auch so ein Thema, was ich immer wieder erlebe, gerade so im Bereich Notebooks, wenn dann einfach mal das Notebook im Auto liegen gelassen wird. Mein Vater vor einem Jahr. Und vielleicht auch noch angelassen wird und dann irgendwann ist halt dieser Miefquirl, der da drin ist und so ein bisschen versucht, die Wärme nach außen zu bringen, der ist halt am Limit. Ne? Wenn es im Auto 80 Grad hat, dann ist halt eben Sense. Also was für Haustiere gilt und Kinder und so im Auto, sollte man auch fürs Notebook vermeiden und für Bier, genau. Was halt auch so ein Thema ist, ist zum Beispiel Navigationssystem. Also wenn jemand noch so ein Teil hat, was man in die Windschutzscheibe ranpappt, soll man vielleicht, wenn das Auto in der prallen Sonne steht, mal irgendwo einen Fußraum legen, damit da nicht die pralle Sonne drauf ballert. Also Auto und Technik ist sowieso schwierig. Am besten wahrscheinlich komplett aus dem Auto rausnehmen. Ansonsten halt, wie gesagt, dahin legen, wo die Sonne nicht hinscheint. Auch mit anderen Spielzeugen. Ja. ja, gut. Was auch hilft, ihr könnt natürlich auch bei der Demo mitwirken, die vor der Zentrale des Deutschen Wetterdienstes gelaufen ist. Die hieß Schluss mit der Hitze. Ja, genau. Das wird mit Sicherheit was helfen. Details könnt ihr natürlich beim Postillon nachlesen. Ja, aber das ist halt so ein Thema, Auto und Hitze und Gadgets ist halt schwierig. Was halt auch noch so ein Thema ist, wir hatten es ja gerade mit dem Notebook, wenn dieser Miefquirl halt nicht mehr rausblasen kann, dann ist es halt auch blöd. Das heißt, ihr solltet mal gucken, dass die Lüftungsschlitze frei sind. Und bei älteren Notebooks kann man ja zum Glück noch ein bisschen was öffnen an Abdeckungen. Da kann man auch mal gucken, ob innen drin nicht so eine halbe Katze, was weiß ich, halbe Katze oder so eine Staubwurst liegt einfach und die dann halt entfernen, weil von außen sieht man es halt meistens gar nicht so, dass das Ding einfach zugesetzt ist. Wenn man die Möglichkeit hat, sollte man es nutzen. Natürlich für jemanden, der sich mit Technik gar nicht auskennt oder sich da nicht rantraut, der sollte das vielleicht dann ein Fachgeschäft machen lassen. Beim MacBook wird es halt ganz schwierig, weil da kommst du wahrscheinlich, weiß ich nicht, da brauchst du Spezialwerkzeug und ich weiß gar nicht. Also das wird auf jeden Fall eine Aktion, aber MacBook und Hitze verträgt sich sowieso meistens nicht so gut, weil Apple hatte schon immer Hitzeprobleme bei den MacBooks und das haben sie leider halt nicht in den Griff bekommen. Ja, das ist halt, ich meine, die Geräte sind schön, keine Frage, und ich habe ja selber auch eins, aber es ist halt, dieses Hitzeproblem kriegen die halt nicht in den Griff. Also ich wollte mich neulich auf die Terrasse setzen und ja, es waren 30 Grad auf der Terrasse, aber ich habe gedacht, hey,
drin sind es auch 30 Grad, setzt sich auf die Terrasse in Schatten. Ja, aber das MacBook lief dann halt nicht mehr. Ne? Also das MacBook ist zwar hochgefahren, aber irgendwann ist es eingefroren und dann kam mal der Hinweis, es ist zu warm, muss runtergefahren werden und es ließ sich auch nicht mehr einschalten. Und das ist halt so ein Punkt, deswegen, ja, MacBook ist da halt eine blöde Geschichte, kannst du halt dann nur Indoor oder betreiben. Tiefkühlhaus oder so. Genau, und ich habe dann noch so von meinem alten Notebook so eine USB-Kühlerplatte gehabt mit so drei Lüftern drin, wo man das Notebook oder MacBook draufstellen kann, aber selbst das hat halt nichts gebracht, weil das war einfach zu warm. Gut, bei einem normalen Notebook kann so eine Kühlerplatte, die kostet bei Amazon vielleicht 25 Euro, da hast du schon eine relativ gute, wenn du so ein China teilhaben willst, kriegst du schon für 10 Euro. Schließt über USB an, da sind Lüfter drin und kühlen das Notebook. Kann auch eine Lösung sein, um das Notebook eben von außen nochmal ein bisschen zu kühlen und um einfach die Wärme ableiten. Keine Lösung ist übrigens Eiswürfel zu nehmen, die schmelzen. Auch schon erlebt. Das ist eine ganz. Oder so Kühlakkus unter das Notebook legen. Tolle Idee. Das ist natürlich auch bescheuert. Ja, gut. Dann, was haben wir noch für Themen? Naja, klar, im Rechner, PC gilt das gleiche wie Notebook. Vielleicht mal aussaugen, mal gucken, mal abstecken, hinten mal vor allem gucken am Gerät, nicht nur an der Seite und aufmachen, sondern auch mal Netzteil. Hinten gucken, wie der Lüfter zugesetzt ist, genau vom Netzteil. Bei mir ist so, ich habe sogar unten noch einen Lüfter, ist total bescheuert, kann ich technisch nicht so, naja, vielleicht weil es nicht anders ging, aber bei mir ist ein Netzteillüfter unten, das heißt, der saugt direkt vom Boden den Staub an, da ist zwar nochmal vom Gehäuse so ein Filter dazwischen, aber wenn der dicht ist, dann kriegt das Netzteil keine, keine Kühlung mehr oder keine Luft mehr. Das sollte man gucken und man kann natürlich auch mal einfach auf den, auf das Bauchgefühl hören. Einfach mal hören, ist der Rechner lauter geworden als sonst bei der Hitze? Mal mit einem Tool wie Speedfan oder so gucken, wie warm ist er denn jetzt wirklich? Auch mal bei den Festplatten und SSDs, also bei diesen Caches einfach mal durchsaugen, weil da lagert sich auch der Staub ab und wenn die warm werden, irgendwann geht es halt auch kaputt. Das sind alles so Sachen. Oder halt auch bei Bildschirmen. Also ich meine, klar, früher war das schlimmer bei den Röhrenmonitoren. Die hatten ja hinten so eine so Lüftungsgitter, die sich dann zugesetzt haben mit Staub. Aber teilweise hast du halt auch bei LCD-Displays oder so, ist halt auch manchmal viel Staub hinten dran. Und die überhitzen halt dann auch mit der Zeit, wenn die halt dann nochmal so ein Fell von Staub haben. Weil die haben meistens ja auch keine aktive Kühlung. Also ich kenne kein Display, was eine aktive Kühlung schon, hat, aber ja gut, es ist halt nichts für den Hausgebrauch. Das stimmt. Also das sollte man auch mal gucken. Die LED-Panels können ganz schön warm werden. Das ist schon auf jeden Fall echt krass. Für die Leute, die vielleicht zu Hause ein Heimnetzwerk haben, die sollten auch mal ihren Switch angucken, ob der auch schon eine Wollmaus hat oder ob die Lüftungsschlitze frei sind, ob der Lüfter sich noch dreht, wenn es ein aktiv gekühlter ist. Also gut, dann haben wir schon ein etwas größeres Netzwerk, aber da sollte man auch mal gucken. Allgemein diese ganzen elektronischen Geräte, einfach mal gucken, sind die zugesetzt mit Staub, kriegen die Luft, weil oftmals verbaut man die Sachen ja so, dermaßen in irgendwelche Schränke rein oder keine Ahnung, Schränke, ne? Wo halt noch Platz ist. PCs in Schränken betreiben. Ich kenne halt so Spezialisten auch aus meiner Arbeit. Ja, weil ich kann irgendwo hinstellen, dann stelle ich ihn halt in den Schrank. Ja, das wird schon reichen, wenn ich die Tür noch ein bisschen offen lasse. Alter, da drin wird's bockheiß. Das klappt so nicht. Richtig. Habe ich auch schon gesehen in Hotels tatsächlich, dass aus Designgründen der PC dann halt in der Rezeption, in dem Schreibtisch oder wie sagt man da, in dem Pult mit eingebaut ist und der kriegt halt auch keine Luft. Ich meine, es gibt natürlich Leute, die denken mit, die bauen dann halt da irgendwie Lüftungsschlitze rein und eine künstliche Belüftung durch einen Lüfter, aber es gibt halt auch Leute, die machen gar nichts. Und bei solchen Temperaturen wie jetzt, wo teilweise halt dann so 36 Grad aufwärts, das wird dann halt echt schwierig und echt kritisch dann teilweise. Auch wenn der Rechner ein reiner Bürorechner ist, aber der kann halt dann auch überhitzen. Grundsätzlich kann man halt sagen, bei den Temperaturen sind aber solche Rechner, also
Desktop-PCs eigentlich weniger betroffen als Notebooks, weil da die Technik halt einfach viel mehr Platz hat, wo viel mehr Luft durchkommt. Da ist halt jemand, der mobile Geräte benutzt, wie ein Notebook oder so, ein Tablet, da ist man halt, hat man weniger Möglichkeiten, die Temperatur zu senken oder die Hitze richtig abzutransportieren. Ne? Das ist halt bei einem Desktop-PC doch nochmal besser. Genau, also das sind so die Sachen jetzt für Staub. Ansonsten, was mir noch einfallen würde, auch gerade bei der Hitze, irgendwie Handys, Tablets, so Zeugs, Laptops vielleicht nicht am Fensterbrett ablegen, wenn die Sonne voll drauf knallt. Gerade so ein schwarzes Display heizt sich extrem schnell in der Sonne auf und die kriegen dadurch dann auch Hitzeschäden. Genau, Akku ist halt auch so ein Thema. Also der Akku wird nicht besser, weil er in der Hitze liegt. Und grundsätzlich, ich meine, die Regelung, die gibt es ja schon seit Jahren oder die, ja, dass man einen Akku am besten zwischen 20% und 80% betreibt beim Handy. Es ist schwierig, das halt immer einzuhalten, aber es gibt zum Beispiel Apps, die bimmeln dann, wenn der Akku bei 80% ist, dass du das absteckst. Aber das ist grundsätzlich eigentlich immer so ein Tipp, weil wenn der Akku voll aufgeladen ist, davon wird er nicht besser, davon altert er schneller. Bei Lenovo Notebooks gibt es die Funktion, dass du das Notebook nur bis zu 80% aufladen lassen kannst. Das ist eigentlich ganz nett. Wie gesagt, ich weiß nur bei Lenovo, dass es das gibt. Bei HP habe ich es noch nicht gesehen und bei Dell auch noch nicht, aber Lenovo kann das und bei MacBook kannst du es halt auch leider nicht machen. Aber wenn du es halt nicht komplett auflädst, dann hält der Akku halt auch länger. Gut. Ich glaube, so im Großen und Ganzen mit der Hitze haben wir es eigentlich. Natürlich, klar, ich kann in den PC noch mehr Lüfter einbauen. Ist auch immer so ein Ding, wenn ich an meinem PC sowieso schraube. Mehr Lüfter bringt auch viel. Und denkt immer dran, sollte sich euer Gerät auf dem Flug aufblähen, heiß werden oder rauchen, gebt es schnell der Flugbegleitung ab. Tatsache. Ja, das ist natürlich sehr unangenehm. Das kann einen schon mal einen Tag versauen. Mhm. Da ist es dann auch wieder besser, wenn man mal ein Backup hat vom Gerät, wenn es dann mittlerweile die doppelte Größe angenommen hat oder Dicke und heiß wird. Dann auch bestenfalls aus der Hosentasche rausnehmen, weil sonst wird es unangenehm am Bein. Ja, das ist krass. Also ich merke es ja immer wieder, wenn du halt outdoor mit dem Handy unterwegs bist, das wird halt sau heiß. Und wenn du es dann halt auch noch zum Fotografieren und Filmen benutzt, dann wird es halt auch extrem heiß. Ne? Das habe ich, merke ich jedes Mal bei Festivals, aber auch so, wenn ich unterwegs bin. Das ist schon echt unangenehm, das stimmt, teilweise. Ja. Und das Handy warnt einen ja auch und sagt, hier, pass mal auf, ich werde langsam warm. Also da sollte man auf jeden Fall drauf achten. Und ich meine, man kann natürlich auch solche Geräte dann auch mal ausschalten, wenn sie zu warm werden, wenn man sagt, oh, das Ding wird aber ganz schön warm. Naja, dann schalte ich es halt mal ein bisschen aus, damit sich es nicht noch durch die eigenen Prozesse unnötig aufhitzt. Das wäre natürlich auch nicht verkehrt. Natürlich, wenn sich das Teil im Winter erst erwärmen würde, das wäre praktisch. Da würde man sich einen Taschenwärmer sparen. Ja, das ist wohl richtig. Aber ich glaube, das Handy, das wärmt sich nicht so auf im Winter, dass du da wirklich von zehren kannst. Aber ja, wäre natürlich interessant. Oder man müsste einfach so eine App schreiben, wo einfach die CPU einfach so hoch pusht. Ja, sowas gibt's. Guck einfach mal in Play Store, da gibt's genügend Müll. Also ich glaube, so eine Taschenwärmer-App, wo die CPU hochballert, gibt's schon. Oh je. Einfach mal nachgucken. Ja, ja. Ich meine, ja, da habe ich schon mal was gesehen. Auf jeden Fall. Gut. Nächstes Thema, würde ich sagen. David, du hast ein bisschen was mit Phishing gemacht. Ich habe früher Phishing getrieben, das stimmt. Ja, genau, dein Hobby. Naja, Tatsache, ich habe wirklich mal in der, was war das denn, 7. oder Klasse oder so, damals meine, eine Fake-Facebook-Seite erstellt, um mal zu schauen, auch für Informatikunterricht natürlich, also alles nur mit wissenschaftlichem natürlich Hintergrund, wer da so drauf reinfällt, und habe ungefähr nur über die Hälfte der Klasse dran bekommen, aber gesagt, ja, da könnt ihr hier andere Facebook-Farben und so, und ist halt alle drauf reingefallen. Das war damals halt schon krass. Vor allem, es war jetzt nicht so schwierig, eine Fake-Facebook-Seite zu nehmen oder das Zeug irgendwo wegzuspeichern. Nee. Na egal, aber unabhängig davon, was ich meine mit kriminelle Energie da reingesteckt habe, ziemlich aktueller Fall bei meiner Mutter. Das war aber wirklich echt krass. Die hat
die hat eine Mail bekommen von ihrer Bank. Naja, normalerweise, also die ist da jetzt nicht so, dass sie das gar nicht checkt, sondern die hat da schon drauf geschaut, hatte sich aber erstmal nichts gedacht und auch angeguckt und dann... Also kein klassischer Silversurfer. So. Ist halt auf die Seite und es war auch wirklich so, war auch SSL-Verschlüsselung und so schon alles dabei. Und ja, hat dann die Daten angegeben. Ja, also irgendwie Kreditkarteninformationen und irgendwie Online-Banking-Zugangsdaten und danach ist einfach mal eingefallen, ach scheiße, genau sowas. Normalerweise fragen die ja dann nach. Hat mich halt auch gleich angerufen, ja, ich habe die das Ganze mir mal zuschicken lassen. Das hat, war auch echt gut gemacht, muss man sagen. Also wirklich vom ersten Draufblick dachte ich auch so, ist doch eine valide Seite. Das Fiese war einfach nur, und das halt einfach oben in der URL, also so, da stand halt SSL drin, aber halt in der URL. Und das ist halt echt, echt fies. Also wenn du da im ersten Blick drauf schaust, hättest du es eigentlich nicht gecheckt. Die Seite hieß halt irgendwie ssl-barclays.info und ja, ssl-barclays.info ist halt keine offizielle Seite von denen. Sonst ist auf der Seite alles wirklich wie auf der echten Seite. Interessanterweise, überall wo du draufklickst, Benutzer, Passwort und so weiter, das funktioniert natürlich nicht. Und wenn du Daten eingibst, egal was, dann kommt halt immer, ja, irgendwie Alert, einige Angaben waren fehlerhaft, bitte korrigieren Sie die markierten Felder. Das war alles. Und ja, war auf jeden Fall ziemlich ziemlich gut gemacht, muss ich sagen. Hat auch keine, also zumindest bei mir jetzt keinen Internetschutz, keinen Antivirenscanner oder so drauf angeschlagen. Hat auch nichts angezeigt. Die Seite selber ist wirklich sogar SSL verschlüsselt. Also ist schon echt eine fiese Sache. Und naja, gut, wir sind dann ja, zum Glück, also ich habe sofort gleich gehandelt. Haben wir gleich angerufen, Notservice, die haben alles gesperrt, Karte gesperrt, Online-Banking-Zugang geändert, weil das Wichtige ist halt, wie gesagt, dass man da halt wirklich schnell handelt und auch gleich schaut, dass man die Daten sofort abändert, weil in der Regel, sage ich jetzt mal, sitzen die meisten davon irgendwo im Ausland, meistens sogar andere Zeitzonen, da wird irgendeine riesige Datenbank einfach gefüllt und dies wird dann irgendwann automatisiert durchgeprüft und wenn du bis dahin deine Daten geändert hast, hast du meistens noch Glück gehabt. Deswegen war es einfach wichtig, dass wir das schnell machen. Es ist auch jetzt nichts passiert. Aber sogar die von der Bank haben auch gesagt, boah, das ist aber auch schon echt eine echt gut gemachte Mail. Und ich habe schon viel, viel schlechtere bekommen. Und wo ich wirklich dachte so, da habe ich noch nicht mit einem Auge drauf schauen müssen, wusste schon, was das ist. Und ja, was wahrscheinlich auch, sag ich mal, aus der gleichen Malware-Schmiede kommt oder aus der gleichen Phishing-Schmiede kommt, habe ich gesehen bei einem Kollegen, der mir das gezeigt hat von der Postbank, da ist Ähnliches rumgeschickt worden. Und was man vielleicht auch noch dazu sagen sollte, wenn ihr, wenn es denn möglich ist, bei manchen Banken ist es zum Glück nicht möglich, einfach wie man sich einloggt, dass man die gleichen Kennwörter auch für PayPal und Co. verwendet oder für die eigene E-Mail-Adresse, dann bitte schleunigst da auch ändern. Das ist halt auch wieder so ein Punkt, dass man halt wirklich für einen Passwortmanager benutzt und eben für jeden Dienst ein eigenes Passwort verwendet, dass wenn genau sowas passiert, dann ist der Schaden halt nicht so groß, wie du gerade erklärt hast. Dann melde ich das der Bank, dann ändere ich meine Daten, wie auch immer, und fertig ist die Laube. Aber wenn ich halt meine Daten überall gleich verwende, mein Passwort überall gleich verwende mit einer gleichen E-Mail-Adresse, dann wird das echt ein Problem, weil diese Leute, die füllen die Datenbank und dann wird einfach diese Datenbank genommen und auf bekannte Online-Dienste losgelassen und dann guckt man halt, wo kommt man rein und wenn man dann reinkommt, dann freut man sich und legt halt dann los und dann wird halt geshoppt oder wird halt dann Geld transferiert und dann geht der Spaß erst richtig los. Weil es kann halt sein, die machen das natürlich nicht alles gleichzeitig, dass man nach einem Jahr oder nach einem halben Jahr, wenn man das Passwort bis dahin nicht geändert hat, ja, immer noch Opfer werden kann, obwohl die Daten vielleicht schon vor einem halben Jahr abgefischt wurden bei einer Phishing-Aktion. Deswegen sollte man da auf jeden Fall mit Sorgfalt Passwörter wählen und die halt eben auch nicht immer gleich auswählen. Ja. Genau. So viel zum Thema. Wie gesagt, passt auf und warnt auch euer Umfeld, weil ich denke mal, sag mal, die Zuhörer bei uns hier, die sind wahrscheinlich weniger empfänglich für sowas. Das ist dann eher so, ihr seid dann Admins von, was weiß ich, Verwandtschaft oder in einem Unternehmen und schaut da, dass ihr da die Leute vorwarnt. Ich sag's auch immer noch mal als Hashtag Werbung. Wir von Kurs-O4U, wir haben ja auch mittlerweile ein Unternehmen dahinter stehen, die Kurs-O4U Services, und wir bieten halt auch Awareness-Training an. Das heißt, wenn ihr im Unternehmen oder
so irgendwie Verein, keine Ahnung, bei euch irgendwie was anbieten wollt, dann könnt ihr uns einfach kontaktieren, einfach an info@kursofu.services eine E-Mail schreiben oder einfach an Redaktion und wir leiten es dann weiter in die richtigen Kanäle und dann können wir da was machen, dass wir vor Ort kommen und ein kleines Training machen und dann eben dieses ganze Thema Cyber Security und Awareness bei den Leuten schulen. Lustigerweise, nächste Woche mache ich genau wieder das bei einem Unternehmen, wo wir dann einfach mal ein paar Abteilungsleiter in der Schulung schulen und zeigen, was für Schutzmöglichkeiten gibt es und welche Angriffsmöglichkeiten gibt es. Und das ist immer eine ganz spannende Geschichte. Gut, Hashtag Werbung ist zu Ende. Ja, muss man immer sagen, auch wenn es für eigene Produkte... Ja, es ist halt einfach, wenn du für eigene Produkte halt auch Werbung machst, aber ich wollte es einfach mal gesagt haben, weil wir bieten das halt auch an, natürlich im kommerziellen Rahmen, aber wir kommen dann auch vor Ort und da wird dann eben was gemacht und das ist, keine Angst, kein Frontalunterricht, also nicht irgendwie langweilig, da redet einer 30 Stunden und ich höre dazu, sondern das ist schon sehr interessant und sehr kurzweilig. Das ist zumindest das Feedback, was wir von den bisherigen Kunden bekommen haben und ja, wie gesagt, bieten wir an, nur für Leute, die ja eventuell Bedarf haben. Gut, weiter im Text. Wir hatten noch einen Hype die letzten Tage und da habe ich mich gefragt, wo kommt der her? Ich weiß es bis heute nicht, aber den gibt es auf jeden Fall. Das geht um die Face-App und das ist ja so eine App, ja, wie soll ich sagen, da lade ich mein Selfie hoch oder eine Person hoch, ein Bild hoch von einer Person und die kann ich da altern lassen. Und das wird dann durch irgendwelche KI geschickt und einmal rumgedreht und da ein bisschen Photoshop und hier und da was gemacht. Und das funktioniert erstaunlich gut. Jetzt könnte man sagen, naja, ist ein nettes Spielzeug. Könnte sagen, was ist denn da schon dabei? Wir sagen aber, um Gottes Willen. Und du hast das Thema ja mit reingebracht, David. Also kannst du schon mal anfangen und ja, ich trinke jetzt erstmal einen Schluck. Ja, der Punkt ist halt, wie Steffen schon gesagt hat, das ist irgendwie so ein Hype, der ist so aufgeploppt. Ich habe das jetzt vor 2 Wochen oder so gemerkt, da war ich beruflich unterwegs, da meinen auch Kollegen, boah, guck mal hier, voll cool und so. Ich dachte mir erstmal so, Moment. Also erstmal, was wird denn auch gemacht? Wo kommen dann die Daten hin? Wo gehen die hin? Was machen die damit? Ja, und die Sache ist halt, weißt du, dann wirst du erstmal komisch angeschaut von der Seite. Ja, ist doch wurscht so. Ja, mir ist es erstmal nicht wurscht. Ja, genau, das ist nur ein Bild. Mir ist das halt nicht wurscht. Und der Punkt dahinter ist halt auch, dass diese ganzen Daten, in dem Fall sogar, also in meinem Interview mit dem Chef der Firma von FaceApp, ist es so, dass die Bilddateien auf den Servern zwischengespeichert werden, um Traffic zu sparen, weil wenn man mehrere Filter anwenden möchte und so weiter, dass mit der Nutzer das Bild nicht mehrfach hochladen muss und die Performance in der Cloud sei besser, bla bla bla. Die Dateien würden aber angeblich nach der Bearbeitung gelöscht werden. Ja, das ist immer schön und gut, ne? Das kann jeder erzählen. Der Punkt ist, was passiert damit noch, wenn man nur, man vielleicht auch genau die AGBs durchliest? Die meisten lesen sie ja eh nicht. Denke ich mal, wird man auch entweder da was feststellen oder, was ich zu einem großen Teil vermute, wie es bei den meisten eigentlich ist, dass die Daten irgendwo an andere Firmen weiterverkauft werden. Zum Beispiel an einen Facebook oder so, die damit dann wieder ihre KIs füttern und daraus irgendwelche Daten und Schlüsse ziehen können. Das ist halt, sag ich mal, da wird ein KI-Modell trainiert dadurch und man sieht ja schon allein dadurch, dass es erstmal, es ist ein russisches Unternehmen, also der Sitz ist in St. Petersburg, genau, St. Petersburg und die Daten werden über AWS, also Amazon Web Services, geleitet. Das ist die Serverinfrastruktur, die dahinter steht. Die sind halt über den ganzen Erdball verteilt in den Rechenzentren von Amazon. Ja, und wie gesagt, ich meine, die machen das ja nicht, weil sie so gute Menschen sind und weil sie sagen, ach, das ist ja lustig, sondern die wollen ja auch Geld damit verdienen. Und das Ding ist halt, diese Infrastruktur, die da vorgehalten wird, die hat ja standgehalten. Das heißt, das sind wahrscheinlich schon ein paar tausend US-Dollar im Spiel, weil du brauchst ja ordentlich was, um diese Infrastruktur aufrechtzuerhalten. Und das ist halt eigentlich ein Riesenproblem. Und vor allem, wann hattest du mal die Gelegenheit, so viele Gesichter mit Namen zuzuordnen? Das freiwillig von Leuten, die das einfach von, so machen. Genau, das freiwillig. Dass du da irgendwie... Ja, das hast du ja sonst eher selten. Klar, Facebook gab schon mal Sachen, Google hat da auch schon rumexperimentiert und so und kann das auch zum Teil, aber
da ist es ja offensichtlich, weil da tut keine KI irgendwelche Gesichter zuordnen oder so, sondern da ordnet ein Mensch den Namen zum Gesicht zu. Und jetzt könnte man hergehen mit diesen Daten, die man da hat, weiterverkaufen an Facebook, an Google und Co. oder auch an andere Analystenunternehmen, die dann einfach diese Daten hernehmen und das Internet scannen und dann Benutzerprofile generieren. Dann wissen die, okay, der Steffen Kolb, der sieht so aus und den finde ich auf den und den Seiten. Da sehe ich, okay, da übt der Tune die Hobbys aus, also interessiert er sich dafür. Und das dann noch gematcht mit irgendwelchen Daten aus Facebook, aus Twitter oder aus Instagram, ergibt halt dann ein riesig großes Profil oder auch mal von Amazon zum Beispiel mein ganzes Einkaufsverhalten, dann wird es halt sehr interessant und dann kann man sehr viel damit machen und deswegen kann man diese App durchaus kritisch sehen. Also jemand, der dafür empfindlich ist oder empfänglich für Datenschutz ist, so rum, der sollte diese App nicht benutzen. Jemand, den es egal ist, der kann sie natürlich benutzen. Und ich habe es auch zu David in der Pre-Show schon gesagt, bei uns ist es eh egal, weil uns kennt eh jede KI, weil wir halt auf Instagram oder auf Facebook oder so oder bei Curso for You auf der Seite halt oder auch in manchen Videos eben halt auch zu sehen sind. Aber es gibt ja Leute, die wollen es vermeiden oder die stehen halt nicht in der Öffentlichkeit. Vor allem, die haben das ja selbst entschieden. Also ich habe ja selbst entschieden, dass ich das Bild jetzt da hochlade und nicht, ich mache in irgendeiner App für mich ein Foto, was mich altert. Aber das wird irgendwo hinterrücks in irgendeine andere Datenbank, was auch immer, weitergeschoben. Ja, und was halt noch viel krasser ist, das ist halt dieser Android-Marketplace, also der Play Store. Da gibt es halt noch 1000 Apps, die ähnlich heißen, die aber nicht die Original-Apps sind, die sonst was damit machen, die teilweise auch Malware sind. Da sollte man auch aufpassen. Also wenn man jetzt sagt, okay, das ist mir egal, ich will die App trotzdem nutzen, dann sollte man darauf achten, dass es auch wirklich die Original-App ist und wirklich von dem Hersteller kommt, weil es gibt halt auch mittlerweile viele Leute, die gemerkt haben, hey, das ist ein Hype und dann programmiere ich da einfach mal eine Malware und schiebe die da in den App-Store rein und kann damit irgendwelche anderen Sachen abgreifen. Also da sollte man auch auf jeden Fall vorsichtig mit sein. Viele Apps auch gar nicht geprüft werden im Play Store, dann kann derjenige auch einfach sagen, ich bewerbe das für Geld, dann ploppt das bei dir in irgendeiner anderen App vielleicht auf oder generell irgendwie, ist überhaupt nicht überprüft, du denkst dir, wo geil, das ist vielleicht der andere Version von FaceApp, die können irgendwas anders und zack, hast du das Ding auf deinem Handy. Genau, also diese Play Store Security, die es ja da angeblich gibt, die ist halt ein Witz. Also da kommt so viel durch, wo dann irgendwelche AV-Hersteller dann immer noch sagen, Moment mal, die App, die haben wir doch erst blockiert, weil die das und das macht und da Daten hinschickt und keine Ahnung was macht. Deswegen sollte man da auf jeden Fall ein bisschen aufpassen. Gut, ich glaube, wir haben lang drüber geredet, aber wir haben noch ein Security-Thema. Wir haben sogar noch zwei Security-Themen. Würde ich sagen, machen wir mal weiter, außer ihr habt noch irgendwas zu dem Thema. David, nee, also hast du von noch daher irgendwas? Alles. Genau, dann machen wir weiter. Das war auch ein Thema, was du rausgesucht hast, nämlich die Logitech-Lücke. Ja, richtig. Die ist auch ganz interessant, weil man kann ja mit relativ günstiger Hardware da angreifen und eben zum Beispiel diese Funktastaturen und so weiter abhören. Aber ja, erzähl doch mal. Und zwar ist es so, dass eine große Sicherheitslücke entdeckt worden ist bei vielen Logitech-Geräten, die alle den gleichen Chip verwenden, beziehungsweise halt alle generell auf ähnlichen Frequenzen funken und so weiter, dass diese mit einem relativ einfachen und günstigen USB-Dongle im Prinzip die Funkschnittstelle mitgetrackt werden kann, mitgehört werden kann. Somit kann halt sämtliche Eingaben, die du natürlich tätigst, was auch immer, kann man alles mitloggen, mittracken und das Ganze halt wirklich in Realtime. Und das ist halt eine sehr, sehr große Gefahr. Vor allem dieses ganze System, was Logitech da aufgebaut hat, auf dem das basiert, dieser Unifying Receiver. Unifying. Ich habe selber so eine Maus in der Arbeit im Einsatz gehabt, habe auch selber noch so eine Funkenmaus genau damit. Das ist halt sehr, sehr verbreitet und das ist in sehr vielen Geräten inzwischen eingebaut. Und deswegen ist es auf jeden Fall wichtig, dass
da auf jeden Fall sofort gehandelt wird, dass die Firmwares aktualisiert werden, weil wir kennen es ja oft, dass User meistens sehr faul sind, was das angeht, irgendwie Firmware nicht aktualisieren oder generell keine Updates machen, und das ist natürlich eine riesen Sicherheitslücke, gerade bei vielen Firmen, weil ich sag mal so, neben irgendwie Cherry oder wie sie alle heißen, ist glaube ich Logitech auch ein großer Player in diesem ganzen Maus- und Tastaturmarkt. Definitiv. Und das halt bei, ich meine, die machen ja auch keinen Scheiß, also die machen wirklich gutes Zeug. Und das halt bei vielen Unternehmen eigentlich auf jeden Fall im Einsatz ist. Ja, also gerade auch dieses Thema, dieses Unify, finde ich top. Also ich habe ja auch hier so eine, vor ein paar Monaten mir so eine, wie heißen die nochmal, MX heißen die, glaube ich, ne, gekauft für 80 Euro. Habe ich am Anfang gedacht, naja, für eine Maus ist es schon viel Geld, aber das Ding ist geil. Das ist wirklich, hat eine niedrige Latenz, ist keine Werbung jetzt, ne, aber es ist wirklich so, ich bin überzeugt von der Maus, die ist echt gut. Die ist wirklich, als hätte man mir nachts irgendwann mal so eine Schablone, meine Hand in so eine Schablone oder in so einen Gips reingetaucht und hätte dann diese Maus entworfen. Also die ist wirklich super, die liegt gut in der Hand. Die hat eine sauniedrige Latenz durch dieses Unify, das ist wesentlich besser als Bluetooth oder so. Die kann aber auch Bluetooth, also ich kann die auch am MacBook betreiben, weil das MacBook hat ja keinen normalen USB-Anschluss mehr. Und das ist schon echt ein geiles Gerät. Und da muss man sagen, also ich kann wirklich Leute verstehen, die mit Funk arbeiten, kann ich völlig verstehen. Problem ist halt dann, wenn sowas unsicher wird. Und das ist halt jetzt passiert. Und es gibt auch viele Unternehmen, die Funktastaturen einsetzen, weil halt aus Gründen, weil bequem, weil geil. Weil du reist zum Beispiel, viele Leute, die reisen und jetzt nicht nur, und ich sag mal so. Ja, klar. Das muss man halt, wenn du eingestehen, ich kann verstehen, zum Beispiel jemand, der im MacBook arbeitet, der sagt, ich brauche keine Maus. So, aber ich kann auch verstehen, ich habe auch ein Firmen-Notebook, das kein MacBook ist, da habe ich echt keinen Bock auf dieses Touchpad. Und da, genau, ja, dann nehme ich halt unterwegs, scheiße, ne? Verständlicherweise eben auch nicht eine Kabelmaus mit. Ja, genau. Also die Dinger sind halt wirklich gut, und da hat Logitech schon was Geiles gemacht, auch mit diesem Receiver, der halt mehrere Geräte, wenn sie von Logitech sind und diesen Standard sprechen, halt ansprechen kann, und die Latenz ist auch sehr niedrig im Vergleich zu anderen Funkmäusen. Aber jetzt gibt es halt eben dieses Problem, das heißt, patch das Ganze, und es gibt Updates, es gibt keine Rückrufaktion, wie es von manchen gefordert wurde. Dafür ist die Lücke halt einfach nicht zu gravierend. So wie ich das gesehen habe, passiert die ja auch, oder musst du halt beim Pairing-Vorgang mit dabei sein. Das geht eher aus näherer Nähe, aber wenn das mal passiert ist, kannst du sie in dem Umfeld, wo sie es getestet haben, aus bis zu 20 Metern sogar noch mitschneiden. Aber genau. Wenn du halt in einem Café sitzt irgendwo in der Öffentlichkeit und machst diesen Pairing-Vorgang, dann ist es halt möglich. Machst du den, keine Ahnung, vielleicht zu Hause? Na gut, wenn du direkt an der Wand vom Nachbarn sitzt, kann der natürlich theoretisch, wenn er weiß, okay, du machst genau in dem Moment diesen Pairing-Vorgang, könnte er dieses Paket mitschneiden und könnte dann eben sich in diesen Datenverkehr später einhacken. Es ist alles trotzdem so, dass ich sage, es ist jetzt nicht so wahrscheinlich, dass es ausgenutzt wird, aber es ist auch nicht so wahrscheinlich, dass es nicht ausgenutzt wird. Also ist so ein bisschen schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen, dieses Thema. Was mir da auch noch einfällt, dieses Thema ist nicht neu. Das wurde zum Beispiel vor einigen Jahren auf der ITSA vom Sebastian Schreiber, den habe ich auch interviewt, falls ihr das mal sehen wollt, ist Deutschlands bekanntester Hacker seit zig Jahren oder so, hat eine eigene IT-Sicherheitsfirma und macht halt eben auch so Live-Hack-Sessions und so weiter. Und der hat da auch schon vor längerer Zeit gezeigt, dass solche Keyboards einfach leicht zu manipulieren sind. Und da war Logitech eigentlich lange Zeit dabei, dass die trotzdem relativ sichere Keyboards hatten und Mäuse, während halt andere Hersteller wirklich, ja, hoffnungslos eigentlich das Ganze unverschlüsselt und was weiß ich übertragen haben, ohne irgendwelche Verifizierungen, ob die Daten wirklich, also Integritätsprüfungen, ob die Daten wirklich von dem Gerät kommen oder ob das irgendein anderer Sender ist, der da einfach sich eingeklinkt hat. Brisant, und das ist was, wo viele halt sagen, das verstehen sie nicht, brisant wird es erst dann, wenn du Signale senden kannst und die Tastatur nimmt es an. Das heißt, ich könnte, wenn der Mitarbeiter in der Mittagspause ist, könnte ich einfach sagen, okay, ich habe deren Passwort mitgeschnitten, das gebe ich ein, also funke ich dorthin, und dann lasse ich den Rechner über
Shell einfach irgendwelche Befehle ausführen und lassen eine Malware nachladen aus dem Internet. Natürlich könnte man jetzt diskutieren, Firmennetzwerk, wenn das möglich ist, dann sind noch andere Probleme, natürlich, aber es gibt kein Firmennetzwerk, das frei von irgendwelchen Sicherheitsproblematiken ist. Und deswegen sollte man sich gut überlegen, wo habe ich denn Funktastaturen grundsätzlich, weil das wird nicht die letzte Lücke bleiben, und wie gehe ich mit diesen Funktastaturen einfach um? Thema Sicherheit. Und natürlich auch Patchen, klar. Aber das ist ein Angriffsweg, den gibt es auf jeden Fall und der ist nicht legitim. Also der kann wirklich ausgenutzt werden, weil zum Empfangen von den Paketen kann ich natürlich auch weiter wegstehen. Das heißt, ich zeichne das einmal auf mit einer Wanze im Büro. Das kann durch die Putzfrau sein oder sonst was. Und dann spiele ich das irgendwann mal mit einem Sender ab, der aber etwas weiter weg ist. Weil zum Empfangen, da muss das Ding ja nicht in der Nähe der Reichweite sein, sondern da sende ich halt mit der höheren Sendeleistung und sitze halt einen Kilometer weit entfernt. Und das ist halt einfach so ein Punkt, den darf man nicht unterschätzen. Und sowas kann passieren, wenn eben dieses Gerät nicht richtig abgesichert ist. Und deswegen würde ich auch als Betrieb, wenn ich schon Funk einsetze, keine billigen Geräte einsetzen, sondern trotzdem von renommierten Herstellern. Und Logitech, sag ich mal, die waren vor Jahren mal wirklich scheiße mit den Treibern und mit der Software. Mittlerweile sind sie okay. Also kann man mittlerweile benutzen und sollte aber trotzdem aufpassen. Wie schon gesagt, so ein paar Maßnahmen ergreifen und natürlich patchen, wenn da irgendwas rauskommt. Und vielleicht auch überlegen, ob in manchen Hochsicherheitsbereichen, Banken oder so, ob man da dann vielleicht nicht doch lieber auf Funk komplett verzichtet. Gut. Wunderbar. Ich glaube, da haben wir lange über das Thema geredet, aber es war wichtig, ja, darüber mal zu reden. Vor allem, ihr wollt die IT-Sicherheit. Heute haben wir mal wieder den vollen Durst an IT-Sicherheit gestillt. Gehen wir doch mal weiter. Der Georg hatte noch ein Thema. Genau. Ich habe jetzt mal ein bisschen seichteres Thema, was ich aber auch ganz lustig fand irgendwie. Nämlich BMW hatte jetzt auch vor, in die Elektroautobranche einzusteigen. Und da gibt es das Problem, dass Elektroautos von sich aus halt sehr, sehr leise sind oder kaum hörbar. Ja. Und da hat sich jetzt BMW gedacht, ach, da gönnen wir uns was. Die lassen nämlich jetzt ihren Sound von dem BMWs vom Spielfilmkomponisten Hans Zimmer machen. Also der, wo jetzt auch für Filme wie Fluch der Karibik da den Soundtrack, gemacht hat. Also das fand ich eben auch ganz witzig. Ne, da kannst du dann hier mit so einem Soundtrack dann über die Autobahn heizen. Nee, der designt dann tatsächlich so ein richtiges Motorgeräusch. Also das soll sich dann so anhören wie bei einem normalen Auto. Na, ich dachte schon, dann kannst du mit Pirates of the Caribbean dann über die Autobahn heizen. Kommt dann aus dem Auspuff raus. Also nicht vorhandenen Auspuff, der dann einfach ein Lautsprecher ist. Dann spricht dann ab und aber zu David Jones zu mir. Okay. Ja, genau. Wahrscheinlich, wenn ich dann einen Unfall gemacht habe, dann kriege ich so ein Angebot. Ja, das ist interessant, aber da macht man sich halt wirklich Gedanken und BMW als Premium-Hersteller, der lässt natürlich da keinen Euro liegen, sondern der geht damit richtig Geld in die Vollen. Wie klingen dann wahrscheinlich diese China-Flitzer? Ne? Die werden wahrscheinlich dann richtig pervers klingen. Wenn BMW sich so viel Gedanken macht, dann ist es wahrscheinlich schlimm, wenn der dann so, die hören sich wahrscheinlich dann richtig ekelhaft an. Das ist tatsächlich auch ganz lustig, das habe ich in einem anderen Artikel gelesen, dass die sich je nach Land auch anders anhören oder auch von der Lautstärke her anders sind, weil da die Richtlinien anders sind. Ja. Ja, ich meine, eigentlich hat man sich ja trotzdem gefreut, also ich zumindest, dass der Fahrlärm oder der PKW-Lärm da zurückgeht. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein Sicherheitsthema. Wenn du halt die Karre nicht mehr hörst, dann ist es halt auch blöd, ne? Aber ich sag mal so laut wie normalen PKW braucht man die eigentlich nicht mehr zu machen. Vor allem, was man vielleicht auch machen kann, man kann vielleicht den Schall irgendwie so kanalisieren, dass er halt nur den Verkehrsteilnehmern gefährlich wird oder dass die den hören. Aber jetzt der Anwohner, der sein Haus hat, dass der das Geräusch nicht so wahrnimmt. Hm. Ich glaube, im Rettungsbereich wird das ja schon gemacht mit den
Sirenen und so weiter. Da bin ich jetzt nicht so ein Experte. Da müsste man bei It's Marvin auf dem Kanal gucken. Der könnte da wahrscheinlich mehr dazu erzählen. Aber ich glaube, da gibt es schon solche Möglichkeiten, wo du so Schall kanalisieren kannst, dass eben der Anwohner einfach nicht so belästigt wird durch den Lärm. Und das wäre halt auch eine Sache, die kann man mit den Elektroautos wahrscheinlich dann viel besser steuern, wenn das halt wirklich künstlich erzeugte Signale sind. War das nicht bei dem Nissan Leaf oder irgendeinem, hatten sie es ja auch schon probiert, und da ist es so, dass das nur bei niedrigeren Geschwindigkeiten, also wenn du jetzt irgendwie unter 50 oder unter 30 bist, dass die Geräusche machen, weil auf der Landstraße brauchst du es zum Beispiel ja nicht. Oder eher nicht. Ja. Ja, das stimmt. Da denke ich mal, macht es eher weniger Sinn. Aber das ist schon interessant, dass man da so viel Arbeit reinsteckt. Aber ich meine, es ist BMW. Mhm. Hallo? Ich glaube, da ist das Geld zu Hause. Ich glaube, in der Diskussion ging es auch darum, dass der Fahrer eben noch dieses Fahrgefühl hat. Dass da auch innen dann das jeweilige Fahrgeräusch dann ist. Ja, ich glaube, das ist für viele durchaus relevant. Mhm. Weil gerade Leute, die halt ein Auto nicht nur kaufen, damit es von A nach B fährt, sondern halt da auch dieses Feeling haben wollen, das kann ich schon irgendwie nachvollziehen, auf eine gewisse Art und Weise. Ich meine, ich sag mal so ganz ehrlich, das wird noch dauern, bis diese Enthusiasten und diese Heizer in Anführungsstrichen sich ein Elektroauto kaufen. Klar, warum nicht? Ich meine, Power hat ein Elektroauto mittlerweile schon. Man muss halt nur mal gucken, dass die halt auch längere Strecken fahren können, und das Ladesäulennetz muss halt besser werden. Das ist ja aktuell auch noch eine Katastrophe. Schon allein wegen den Tarifen, die du da hast und so weiter. Also, wenn das alles mal gefixt ist, dann ist es, glaube ich, echt eine schöne Alternative. Und wenn die Leute halt auch mal umdenken. Weil viele Leute, das fällt mir in meinem Umfeld halt immer so auf, da kommt dann immer das Argument, ja, wenn ich dann jetzt mal Langstrecke fahre, und dann muss ich ja ständig anhalten wegen Laden. Naja, bei vielen ist es so, dass du schon bei einer halben Stunde relativ viel aufladen kannst, wenn du an der richtigen Säule bist. Und wenn du Langstrecke fährst, dann machst du ja auch Pausen. Dann musst du es halt so einplanen, dass du halt dann da lädst und währenddessen essen gehst und, keine Ahnung, Rast machst. Und dann ist dein Auto ja wieder aufgeladen zum Teil. Und dann kannst du weiterfahren. Einfach diese Denke, naja, ich tanke halt, wenn ich muss, ist halt einfach, das sollte man halt dann ablegen. Und die ist halt, bei vielen Leuten ist sie halt einfach nur so im Kopf drin. Aber beim E-Auto ist es halt eher so, ich lade halt, ich plane das halt anders, ne? Und ich richte halt zum Beispiel meine Aktivitäten während der Reise so aus, dass ich halt dann immer Möglichkeit habe zu laden. Aber das checken halt viele noch nicht so. Und dann hast du einige, ich verfolge einige E-Auto-Kanäle auf YouTube, und bei denen ist es halt überhaupt kein Thema, ne? Die reisen durch halb Europa, machen da irgendwelche Touren, aber die planen halt dann auch so, dass sie sagen, okay, da gibt es einen Supercharger oder irgendwie sowas. Sind natürlich Leute, die Tesla fahren, klar. Und die parken halt dann da, essen dort oder wie auch immer, übernachten teilweise dort, dann ist die Karre wieder voll und dann fährt man halt weiter. Und dann kannst du schon einige Kilometer damit zubringen, ne? Also das ist alles kein Thema. Aber man muss halt einfach sich dessen bewusst sein, dass man halt nicht jederzeit einfach mal schnell, ich meine, der normale Sprit, der ist omnipräsent, also kriegst überall mehr oder weniger Sprit in Deutschland, muss man halt dann ein bisschen anders planen. Aber wenn das dann mal besser geworden ist, dann ist das auch, denke ich, kein Thema mehr. Das stimmt, ja. Was ich gerade noch ganz kurz reinschmeißen wollte, zu einem vorherigen Thema. Ich habe gerade durch Zufall, wurde mir ein interessanter Blog-Eintrag angezeigt. Und zwar geht es darum, dass vor über 100 Jahren gab es schon Trottinetten, also motorisierte Roller. Damals natürlich nicht elektrisch, sondern noch mit Verbrennungsmotor, womit die zum Teil die Leute, die Post ausgetragen und ausgefahren sind, in New York unterwegs gewesen sind. Die sind damals von Krupp gebaut worden, aber das hat sich nicht sehr lange gehalten, weil sie zum einen nicht so einfach zu fahren waren und zum anderen halt, ja, wie gesagt, motorisiert war halt nicht ganz so günstig. Aber nur mal so, also der Trend ist gar nicht so neu, es gab es vor über 100 Jahren schon. Einfach mal nach Trottinetten, ja, kommt suchen. Alles im wieder. Prinzip heißt es auch nur Roller aus dem Französischen, aber habe ich einen ganz lustigen Blogbeitrag gerade dazu gefunden, deswegen dachte ich gerade noch daran. Mal gucken, ne? Ich bin echt gespannt, wie lange sich das hält. Gut, nächstes Thema, nochmal ein Security-Thema. Das war es aber auch recht. Genau. Ja,
vom Georg nochmal. Da hauen wir nochmal einen raus. Richtig, hier. Da war nämlich das Problem, dass wieder mal ein Krankenhaus oder in dem Fall ein Krankenhausverbund sich eine Malware eingefangen hat. Und ja, wie es dann so ist, man kann die Systeme nicht mehr nutzen, mussten die halt alles per Hand dann aufschreiben. Ja, vor allem wahrscheinlich eins, das auch digitalisiert war, wo dann viele Prozesse, das war ja damals in Neuss, das ist ja schon wieder ein paar Jahre her, war das ja auch Thema. Und da war halt eben auch, also in dem Fall war es ja jetzt in Rheinland-Pfalz, aber es waren halt gleich 10 Krankenhäuser. Mhm. Rheinland-Pfalz und Saarland war es. Ja, Rheinland-Pfalz und Saarland. Das ist so zwischendrin ja, gewesen. Genau. Genau, und das Tückische ist halt auch bei der Geschichte, dass der Domain-Controller auch betroffen war. Für Leute, die nicht wissen, was ein Domain-Controller ist, also die jetzt nicht direkt aus der Business-IT kommen, das ist praktisch ein Server, wo ihr zentral in der Datenbank eure Computer habt, eure Benutzernamen, und jedes Gerät meldet sich, authentifiziert sich an dem Teil. Das heißt, ihr könnt euch mit eurem Benutzernamen, Passwort an allen Rechnern, die in der Domäne sind, anmelden. Und das macht halt dieser Domain-Controller. Plus noch so ein paar DNS-Geschichten, NTP, Group-Policies, also Richtlinien und so ein Gedöns kann man da auch mit verteilen. Aber der steuert halt das komplette Netzwerk. Und wenn sowas halt gekapert wird, dann ist es ein Riesenproblem. Das heißt, wenn nochmal Hashtag Werbung für Kurs Offer Your Services, wenn wir sowas aufbauen, irgendwie bei Kunden oder auch bei unserer eigenen Umgebung, wird halt sowas immer gesondert betrachtet und abgeschirmt. Und am besten auch in andere Netze geschafft. Nochmal Hashtag Werbung, wenn ihr da Hilfe braucht, Beratung braucht, können wir auch liefern. Hashtag Werbung Ende. aber das ist halt so ein Thema. Ich muss halt gucken, dass dieser Domain-Controller auch als das betrachtet wird, was es wirklich ist, nämlich das Herz einer Windows-Umgebung. Und wenn da irgendwas ist, dann ist meistens guter Rat teuer. Das heißt, da muss man halt sagen, besser vorbeugen als Nachsorge dann. Und bei denen ist halt das Problem, musst du alles neu aufsetzen. Lustigerweise, die Kollegen von Heise, wollen jetzt mal nicht darauf rumbashen, aber die hatten ja auch ein Problem mit Emoted. Das ist ja auch so eine Malware, die sogar noch schön viel Malware nachlädt. Und da kam eben auch raus, dass der Domain-Controller infiziert war. Und das Ganze kam über eine E-Mail rein. Ich weiß jetzt nicht, wie war es bei denen, wahrscheinlich auch per E-Mail. Oder es gibt keine Informationen. Muss ich nochmal kurz reinschauen. Ja, aber das ist so der Klassiker. Da kommt eine E-Mail, irgendeine Sekretärin öffnet diese E-Mail. Der Virenscanner natürlich erkennt er mal wieder nichts. Und dann geht es richtig lustig los. Und wenn man Pech hat, wie bei Heise zum Beispiel oder auch bei anderen schon, dauert es halt erst, bis man merkt, dass da irgendwas auftritt und da ein Trojaner im Netzwerk unterwegs ist. Und ja, bei denen gab es jetzt scheinbar keine Lösegeldforderung, aber das kann ja sein, dass die einfach nur irgendwelche Sachen abfischen wollen. Ich meine, diese Ransomware-Attacken, die sind natürlich sehr offensiv. Sowas gab es ja damals in Neuss auch. Also da war wirklich WannaCry, also dieser Ransomware-Trojaner. Ich habe auch ein Video drüber gemacht, also wen es interessiert und der wissen will, wie das Ding aussieht, gibt es auf unserem Channel, einfach mal WannaCry eingeben oder auf unserer Website. Das hat damals ja die Deutsche Bahn erwischt und diverse Krankenhäuser in Großbritannien und dann wird halt da einfach eine Lösegeldforderung angezeigt, aber das war jetzt scheinbar in dem Fall nicht so. Das heißt, man hat im Stillen einfach mal Sachen abgefischt und mitgenommen, was man bekommt, und wie gesagt, es ist halt Wahnsinn, sowas ja neu zu installieren jetzt. Und da habe ich zum Beispiel gelesen, dass der IT-Teamleiter gesagt hat, die arbeiten teilweise 15 bis 16 Stunden am Tag. Naja, klar, weil anders kriegt man die Sache nicht hin. Die Klinik in Neuss, die hat das Ganze, glaube ich, 1 Million Euro gekostet, hat der Klinikleiter in einem Interview gesagt. Also die haben jetzt aus der Not eine Tugend gemacht. Das heißt, die haben mittlerweile, geben sie dieses Wissen einfach an andere weiter. Und der Klinikleiter, der ist natürlich mittlerweile durch die ganze Geschichte gebrandmarkt und der ist auch öfters mal bei IT-Security-Veranstaltungen und redet da einfach über die ganzen Geschichte, über die Vorfälle und erzählt da einfach von den Erfahrungen und wie sie das Ganze dann eben bereinigen konnten. Und das ist wahrscheinlich hier auch wieder ein Learning sozusagen, was die dann einfach für sich mitnehmen sollten und einfach mal gucken. Aber allgemein sollten Krankenhäuser mal sich ihrer
Verwundbarkeit in Bezug auf IT-Security mal so ein bisschen mehr Bewusstsein erlangen, sag ich mal. Das wäre ganz gut. Das würde, sag ich mal, uns IT-Sicherheitsleuten wäre das recht angenehm, wenn wir in ein Krankenhaus gehen, dass wir wissen, dass da trotzdem einigermaßen mit IT-Sicherheit umgegangen wird und man nicht damit rechnen muss, dass in der wichtigen OP irgendwie die IT ausfällt oder so. Gut. Georg, hast du noch was zum Thema? Nee, oder? Das war alles. Weil ich wäre nämlich, glaube ich, jetzt auch durch mit dem Thema. Außer der David hat doch irgendwas. Nö, das passt für mich so. Also passt nicht. Perfekt, aber, ja. Dann. Ja, genau. Was will man machen? Jetzt müssen sie damit umgehen. Ja, dann auch von meiner Seite. Ich glaube, wir können den Podcast abschließen. Wir sind wieder zurück und voll motiviert. Ja, vielleicht noch was zum Thema Artikel 13. Da gibt es ja noch den offenen Podcast mit Felix. Ich habe jetzt mal mit ihm drüber geredet. Wir haben uns dann drauf geeinigt, seid uns nicht böse, wenn wir den so weit verschieben, bis es wirklich News gibt. Also es geht ja jetzt in die nationale Umsetzung. Und sobald es da irgendwelche Entwicklungen gibt, wäre es sogar möglich, dass wir immer mal einen kürzeren Podcast machen, nur zu dem Thema Artikel 13. Ich meine, wir haben hier jemanden, der beschäftigt sich sehr intensiv als Jurist damit. Da bietet es sich einfach an, dass man dann da auch drüber redet. Aber jetzt aktuell gibt es halt einfach noch nichts Neues. Ihr kennt den aktuellen Stand. Das Ding ist durch. Es wird national jetzt umgesetzt. Und dann müssen wir einfach mal gucken, was da draus wird. So viel zum Thema Artikel 13. Dann noch Thema Messe. Gamescom ist ja bald. Und der nächste Podcast, der ist ja erst nach der Gamescom. Die fängt ja, wann? Ich glaube, am 20. an oder so. 21. August irgendwie. 21. glaube ich, aber ich schaue mal schnell. Ich glaube, 20. für Presse, 21. für Besucher. Genau, tatsächlich 20. ist für Presse und dann ab 21. ist für Besucher genau. Bis 24. Genau. Ich weiß noch nicht, ob ich da bin. Falls ich da bin, falls ihr uns seht, falls einer von euch da ist, einfach ansprechen, können wir uns nett unterhalten und so weiter, finde ich immer cool. Ist natürlich sehr unwahrscheinlich bei unserer niedrigen Reichweite, aber es kann natürlich mal vorkommen, ist auch schon vorgekommen, könnt ihr mich gerne ansprechen. Georg, du bist auch dort. Ja, ich bin auch da. können sie dich auch ansprechen? Ich werde mich verstecken, aber wer es schafft, mich anzusprechen, okay. Kann mich du natürlich ansprechen. Du willst dich verstecken, du gehst ja eh schon in der Menge unter. Ja, das ist ja auch meine Kunst. Gar nicht bei dir. Der Steffen, der ja, müsste ja, genau. Bauchheinziehen muss er nicht mehr, aber drücken muss er sich. Naja, Bauchheinziehen, das kommt wieder. Mit dem Alter ja, kommt es ja. Wieder, David. Jetzt sind wir mittlerweile stimmt. Im Alter, wo es langsam wieder losgeht. Naja gut, nee, aber wie gesagt, ich weiß es noch nicht. Falls ihr mir auf Twitter oder so folgt oder auch auf Instagram, Steffen_Q4U ist mein Name bei den beiden Netzwerken, dann kriegt er das auf jeden Fall mit und dann kann man da gerne was machen, weil ich habe gemerkt, der Bedarf ist scheinbar wirklich da bei den wenigen Zuschauern, aber es gibt dann trotzdem welche, die wollen einfach mal mit uns persönlich sprechen. Ich habe neulich jemanden auf dem Discord gehabt, ich weiß jetzt nicht, ob ich deinen Namen nennen darf, ist ja jetzt egal, aber wir haben uns dann lange mal ein bisschen unterhalten, war echt ein nettes Gespräch. Ist halt immer schwierig, klar, weil wir halt alle noch Dayjob haben, Real Life auch noch, man kann es kaum glauben, aber dann ist es halt immer schwierig, wenn man dann jetzt mit jedem Zuschauer stundenlang telefoniert oder was auch immer macht, aber wenn, bei so einem Event bietet sich's halt einfach an, dann kann man sich dann gerne mal treffen, nett unterhalten und so, das ist auf jeden Fall ganz cool und ich habe halt gemerkt, wir haben halt trotzdem zwar wenige, aber dafür sehr nette Zuschauer, die auch wirklich interessiert sind am Thema. Und das finde ich immer ganz nett und ja, in der Vergangenheit war das auch immer ganz, wenn es mal vorgekommen ist, immer ganz interessant. Aber wir sind noch nicht an so einem Stand, wie sag ich mal, was weiß ich, ein Gronkh oder so, der auf die Straße geht und jeder Zweite, sag ich mal, sagt hier, hey, hallo, soweit sind wir zum Glück noch nicht. Das ist auch ganz angenehm, ganz ehrlich. Gut, so viel zu dem Thema und dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal. Heute. Wunderbar. Genau, ciao. Bis dann. Ciao. Ciao.